Sparkassenkarte mit GiroGo. Karte ans Terminal. Fertig. Es ist 20.15 Uhr und da sage ich Hallo und herzlich willkommen live im OFC-Fanradio zum letzten Testspiel vor dem großen Ligastart. Der SC Freiburg 2 gastiert auf dem Biberberg am Sonntag und da geht es endlich so richtig los. Dafür hat man sich heute mal einen höhereklassigen Testspielgegner besorgt, Borussia Mönchengladbach. Lutz, da ist er. Hallo und herzlich willkommen. Hallo lieber Lars, hallo liebe rot-weiße Kickerswelt, ihr Nasen zu Hause an den Röhrengeräten und Radioempfangsstationen, wo immer ihr uns hört. Ja, der Lars hat es gesagt, wir haben hier ein letztes Testspiel vor dem Ligastart und es ist entsprechend angerichtet. 20.500 werden es heute werden. Das war doch nicht für ein Testspiel 20.000 Zuschauer, oder? Nein, damit stellen wir, glaube ich, einen süd- und mittelhessischen Rekord auf für Testspiele. Und ich denke auch in Nordhessen, Hessen-Kassel hat es nicht geschafft, einmal mehr zu akquirieren, zu bewegen, oder? Nein, wüsste ich nicht. Also die Schals sind hoch, die Stimmung ist gut und you'll never walk alone, Schals am Biberberg. Ja, und da haben wir schon viele, viele Schlachten gesehen. Und die Gladbacher, die gehen jetzt hier auch vom Platz. Hoffentlich hat das Symbolcharakter. Ja, da sehe ich Christoph Kramer. Der sieht auch schon ein bisschen verwirrt aus, eben, also wie im WM-Endspiel. Man hat so das Gefühl, sie wissen schon, was ihnen hier blüht. Ich denke mal, ja, der André Hahn sollte sie vorgewarnt haben. Obwohl, muss man ja sagen, das, was wir heute hier erleben, kennt auch André Hahn nicht. Also, dass hier wirklich die komplette Waldemar-Picke-Packe voll ist. Alles ist hier voll. Nur bei der Waldemar finde ich, das sieht es so richtig, richtig geil aus. Da wird es auch heute eine Choreo geben, die wir ja auch aufnehmen. Also die werdet ihr auf jeden Fall auch zu sehen bekommen. Ja, absolut. Und heute könnt ihr auch wieder mitgestalten. Ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Da werden wir eure Grüße mit über den Sender geben. Und das wäre natürlich ganz toll, wenn wir so ein bisschen hören und sehen, von wo ihr uns überall zugeschaltet seid. Und ja, sind ja schon jetzt einige Hunderte hier schon mit auf der Sendung. Und ja, ich denke, wir werden einen langen Abend haben, so wie das in den Pokalnächten am Biberberg Usus ist. Ja, so wie wir das kennen. Also es wird wahrscheinlich gegen Ende des Elfmeterschießens langsam hell werden, ja. Bevor dann Lars hat es gesagt, Fabi Becker den Entscheidenden verwandeln wird, nachdem kurz vorher André Hahn einen verballert hat. Das war genau meine Prognose. Genau, so machen wir das. Ja. Also ich sag mal, Zuschauertipp entfällt heute, lassen wir mal weg. Ja. Keiner gewinnen von uns. Oder wir tippen. Also ich tippe 20.500. Ich sage 20.501. Oh, ja, oh, ja, ah, ja. Gespannt. Nein, die Mannschaftsaufstellung, ihr wollt sie wissen, wir werden sie euch sagen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Der OFC spielt wie beim vorletzten Testspiel in Worms. Ja, heute ist ja, wie gesagt, das letzte. Im Tor Daniel Endres mit der 16, die 4, Klaus Schasula die 5, Giuliano Modica die 6, Matthias Schwarz mit der 8, Mike Vetter die 9, Benjamin Pintol mit der 14, Chris Zapek mit der 17, Stefano Meyer die 20, Martin Röser mit der 30, Dennis Mangafic und die 31, Markus Müller auf der Bank haben wir mit der 1 für das Tor, Lukas Jeffrey Menz mit der 7, Kevin Wittke die 11, Fabian Becker die 13, Jan Wiggel die 21, Marcel Wilke mit der 20, Steven von der Burg, unser Monster-Joker und mit der 27, Sascha Korb. Das ist der OFC, das sind die Jungs, die uns heute wieder begeistern werden. Und Gladbach hat auch was mitgebracht, die lese ich euch auch vor. Im Tor mit der 1, Jan Sommer mit der 4, Roel Brauers mit der 7, Patrick Herrmann die 10, Max Kruse mit der 17, Oskar Wendt die 23, Christoph Kramer die 24, Toni Janschke die 26, Torgan Hazard die 28, André Hahn, unser Ex-André Hahn. Die 34, Granit Xhaka mit der 39, Martin Stranzl, der Kapitän. Und auf der Bank haben sie Janis Blaswicz mit der 21, mit der 8 haben sie Ibrahima Traoré dabei. Die 11, Raphael mit der 16, Harvard Nordweit mit der 19, Fabian Johnson mit der 27, Julian Korb, den Namensvetter von unserem, auch mit der 27, ja. Und die 21, Branimir Hrgota. Unter Leitung steht das Ganze von Christian Dingert. Mit seinen Assistenten Tobias Christ, Arne Arnink an der Linie und der vierte Offizielle Thomas Stein. Ja, nachdem der Lutz sich jetzt hier an der Aufstellung förmlich ausgetobt hat und jetzt erstmal ins Sauerstoffzelt muss, kann ich euch mitteilen, was denn hier eben los war. Der Stadionsprecher, der kämpft hier gegen Windmühlen. Er hat hier mehrfach versucht, auf der Waldemar-Klein-Tribüne vor jedem Zaun, vor und hinter jedem Zaun, einen Meter Platz herbeizurufen. Aber das ist schier unmöglich. Das ist nicht denkbar. Wo soll hier noch Platz herkommen? Ja, es ist eine Bitte der Polizei gewesen, aber ja, das wird nicht funktionieren.
Nein, aber wir werden dieses Spiel hier über die Bühne bringen, da bin ich sicher, weil das Stadion ist neu. Also mir kann keiner irgendwas erzählen, dass wenn das für 20.500 gebaut wurde, dass die hier nicht auch ein Spiel absolvieren können. Hey, also bitte. Ja. So, lieber Lutz, am Sonntag geht es noch richtig los hier in der Liga. Da freuen wir uns schon auf Freiburg. Absolut, Freiburg. Bin gespannt, ob ähnlich wieder 20.500 kommen. Ja, ich denke mal, da werden, glaube höchstens 17.000 bis 18.000 kommen. Aber die erwarte ich auf jeden Fall. Naja, ich gehe ja davon aus, dass wir heute gewinnen. Davon gehen wir ja beide aus. Natürlich. So, und wenn wir gewinnen, dann prognostiziere ich, dass wir bis zum Sonntag 5.000 Dauerkarten verkauft haben. Also, dass noch 1.000 dazukommen. Denke ich auch, ja. Und wenn wir da noch den richtigen Gegner zugelost bekommen. Wird das jetzt hier auch ausgelost? Jetzt ich glaube heute nicht, aber wahrscheinlich in der Sportschau oder sowas. Vermute ich mal. Vielleicht aber heute Abend, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, wir haben ja jetzt zur Abwechslung erstmal einen kleineren Gegner. Freiburg wollen wir haben. Ja, natürlich. Erstmal Freiburg, dann die Bayern und Main spielt Werder Bremen. So habe ich mir das gedacht. So machen wir das. So machen wir das. Okay. Ja, das ist so. Ja. Ja, weil Werder Bremen haben wir ja auch eine Affinität so über Rudi Völler, ja, über Michael Kutzhoff. Da waren ja auch, oder Oliver Reck hat ja auch lange, lange Jahre in Bremen gespielt. Also ich habe auch schon immer, sagen wir mal, mit Sympathie nach Bremen geschaut, um das mal so zu sagen. Und die Main spielen, das wäre nicht schlecht. Und Vizepokalsieger ist für den SV Werder in dieser Saison auch ein guter Erfolg, würde ich sagen. Aber Lars, du bist mir auch ein bisschen zu euphorisch, wenn man bedenkt, Gladbach, Tabellendritter der Bundesliga, ja, Euroleague-Teilnehmer, der spickt mit Nationalspielern. Also wir dürfen heute keinen zu hohen Sieg erwarten. Nein, ich denke, so ein knappes 3-4-0 würde ja vollkommen reichen. Das sollte reichen, zumindest zur Halbzeit. So sollte reichen. Also wir dürfen hier nicht von einem Kantersieg träumen. Das wird es nicht geben. Aber gut, schauen wir mal, was der Abend so bringt. Ja, genau, das ist die richtige Einstellung. Und hier auf der Anzeigetafel gibt es jetzt hier noch ein paar Werbebotschaften zu vermitteln. Und dann, Rico Schmidt wird hier mit einer Botschaft dargestellt. Geheimnis-Taktikbuch heißt es da. Der OFC wird wieder erfolgreich machen. Mit der Sendung mit der Maus im Hintergrund. Lutz, schau genau hin, da kannst du noch was lernen. Natürlich. Nein. Ja, wenn du von Rico lernst, lernst du vom Meister. Ja. Jetzt könnten eigentlich auch deine Comics mal kommen. Hast ja heute eine Sonderbeilage in der Offenbacher Post. Gestern war die, ja, da waren zwei Comics drin. Ja, mit Sascha Korb, Sascha Korb gegen André Hahn und dann noch so ein Ding mit Klaus Jasula, mit dem Kapo und dem Kramer. So ein bisschen Spaß muss schon sein. Ja, absolut. Ja. So, ansonsten habe ich schon den Eindruck, jetzt hat man das Flutlicht auch nochmal so richtig aufgebrezelt. Und wer den noch nicht gesehen hat, geht auf Facebook, wer es ist. Kickers Comics mit Doppel-G und 3R. Kickers Comics, da könnt ihr die sehen, diese Comics, die habe ich ja gepostet. Oder auf meiner Seite sind sie, glaube ich, auch. So, und das wird ja heute eine riesen Herausforderung auch für die Fans. Nicht, was die Stimmung angeht, da sind wir ja ohnehin ungeschlagen, das ist ja ganz klar. Ja. Aber was die Choreo angeht, die längste Gegend gerade Deutschlands, 110 Meter. Ja. Eine Choreo, das musst du erstmal hinkriegen. Das musst du hinkriegen, das ist richtig. Das ist schon ein Brett. Aber gut, wir sind auch die Einzigen, die diese, die so eine Gegend gerade haben. Ja, die Gladbacher sind offensichtlich beeindruckt, sind ziemlich ruhig, schauen hier andächtig, was die Offenbacher Fans dort treiben. Und auch bei Borussia in der Führungsetage, beziehungsweise auch bei den Presseleuten von Borussia, die haben großen Respekt vor uns. Ja. Aber mit Recht, weil ganz ehrlich, wir haben ja auch Respekt vor der Borussia. Und guck mal, normalerweise macht ein Platzwart den Rasen nochmal glatt, aber Bötti, der zieht hier nochmal Furchen rein. Ja, Bötti haut noch ein paar Löcher rein, das ist klar, weil das brauchen wir heute. Okay, das ist Kickers-Teil. Wieder. Also jetzt geht es hier schon ein bisschen los mit der Choreo. Ist es Kickers-Zeit? Das ist schon ausgerollt. Also da sind wir jetzt mal andächtig ruhig. Hört euch das an. Das sind erstmal die Gladbacher. Oh, jetzt geht's auf hier. Die Choreo. Mit der Nummer 34 Granit Xhaka und die 39 Martin Stranzl und der Trainer begrüßen wir Lucien Favre. Und hier ist die Aufstellung der Offenbacher Tigers. Im Tor mit Nummer 16 Daniel. Nummer 4 Klaus. Nummer 5 Giuliano. Nummer 6 Matthias. Mit Nummer 8 Mike. Nummer 9 Benjamin.
20 Martin, Nummer 30 Dennis und die Nummer 31 Markus. Auf der Ersatzbank haben wir noch mit der Nummer 1 Lukas Benz, mit der 7 Kevin Lüttke, 11 Fabian Becker, 13 Jan Winkel, 21 Marcel Welke, 22 Steve von der Burg und die 27 Sascha Korb. Also jetzt, guck mal, jetzt kommen die Flutlichtmasten, werden ausgefahren im Block, links und rechts. Und dann ein fettes Banner, ein jeder weiß es, weit und breit. Unter Flutlicht ist es Kickerszeit. So schillert es hier, ja, im Weihnachtslook. Rot und weiß in Silber gehalten, also richtig geil. Ganz oben, jetzt kommt ein Schild nach dem anderen. Das Tor des Jahres von Erwin Kostede gegen Berdi Vogts wird jetzt hier. Und immer mehr baut sich die Choreo auf. Und jeden Moment geht es dann so richtig rund. Donnerschlag schon jetzt. Ist das geil, ist das fett hier. Rechts und links die Masten. Boah, ist das stark. Also jetzt Hammer, geht's los. Hammer, 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 geil. Mann, ihr seid so geil. Diese Choreo. Respekt, Chapeau unserem Fanverband, der das hingekriegt hat. Ganz tolle Geschichte. Eine geile Choreo, die seinesgleichen sucht. So, Gladbach steht links. Der OFC steht rechts von uns. Ja, und es ist angerichtet. Der Ball ist bei dem Schiedsrichter schon. Und ja, da wird die ARD noch einmal hier mit der Kamera die Akteure ablaufen, die Einlaufkids. Ja, die sind auch ganz aufgeregt und dann kann es hier losgehen. Auf Bibershöhen, der Pokalfight, wie wir ihn wahrscheinlich schon oft erlebt haben. Meinetwegen über 90, meinetwegen über 120 Minuten und gerne auch noch das Elfmeterschießen. Da sind wir gut gerüstet, ganz klarer Fall. So, auch heute könnt ihr wieder schreiben an fanradio.ofc.de, da werden wir eure Grüße mit über den Sender geben. Der Erste, der das gemacht hat, ist der Jörg Hoffmann. Ja, der hätte hier noch eine Karte abzugeben, das ist natürlich jetzt ein bisschen spät. Der Alex Kranz grüßt ganz herzlich in Rot-Weiß. Und dann habe ich auch Grüße an und auch wieder zurück an die Lena Kiefer, die uns jetzt hier zugeschaltet ist und leider im Saarland sitzen muss, aber jetzt hier über uns mit dabei ist. So, Lutz, das war doch mal eine Choreo, oder? Die war fett, die war sowas von fett, das war so klasse. Ich hoffe, dass meine Bilder, dass da irgendwas von was geworden ist, ja. Und es zeigt auch, man kann auch richtig geile Choreos machen, ohne dass es brennt. Ja, das ist einfach so und wir haben es mal wieder bewiesen. Absolut, das war wirklich einzigartig. Sowas habe ich ja auch noch nicht gesehen und wir hatten schon gute Choreos. Wir hatten schon wirklich gute Sachen hier, aber sensationell. Wow, 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 also der Countdown läuft hier. Kannst du abbauen, kannst abbauen. Mach zu. So, jeden Moment geht es dann richtig los. Da wird sich nochmal beschworen am Kreis, die Offenbacher. Aber auch die Gladbacher, die gehen jetzt nochmal in ihre Kurve. Bombenstimmung auf Bibershöhen. 20.500. Ein Hexenkessel schon vor dem Anpfiff. Sensationell geil. Wenn die Stimmung bleibt, dann werden wir uns hier heiser schreien bis zur Halbzeit, um überhaupt das Spiel einigermaßen schildern zu können. Aber nur Gott, wir haben uns das verdient. Wir haben hier so viel Dunkles mitgemacht. Also Gladbach wird anstoßen und der OFC spielt zunächst Richtung Stadteinwärts und dann auf das geliebte Biberer Tor, so wie wir es haben wollen. Und ja, pünktlich kurz vor dem Anpfiff kam hier nochmal ein richtiger Regenschutt runter und er hat den Platz nochmal extra holprig gemacht, so wie wir ihn lieben. So wie es sein soll. So, jetzt haben wir hier auch eingeschaltet, damit auch unsere sehbehinderten Fans mit von der Partie sind. Hätte ich fast vergessen. Aber jetzt ist angerichtet. Gleich geht's los. Schiri schaut nochmal zur Uhr. Und wir geben gleich das Signal. Lutz, dann, damit die anpfeifen können, oder? Das ja, kommt ja von uns. Langsamer, gib langsamer das Signal. Ich habe meine Handyuhr, habe ich jetzt soweit. Also wir können anfangen. Gut, dann sind wir bereit. Dann sagst du dem Schiedsrichter, jetzt pfeift er an, oder? Nein, er wartet noch. Also die Akteure müssen sich da noch ein bisschen warm hüpfen, sozusagen. André Hahn direkt hier vor unseren Augen. Ich kann ihm fast auf den Schultern klopfen, aber das lassen wir. Schultern klopfen tun wir dann, wenn er hier verloren hat. Also jetzt geht's los, Gott mit uns, der OFC, der ist im Spiel. Und Mönchengladbach zunächst mit der ersten Möglichkeit. Und da kommt doch André Hahn nicht an den Ball. Nein. Denn Daniel Endres, er hat die Kugel. Ja, der war etwas zu weit. Und so schnell ist dann auch der andere nicht. Daniel Endres den Ball am Fuß. Und spielt das da mal rechts raus, da auf Giuliano Modica, weiter, weiter, Schlag da vorne, Müller verlängert und in der Mitte ist Capo, erst einmal gegen Janschke und Gladbach klärt per Kopf Richtung Mittelkreis, da ist Blecki schwarz und
Bindol mit Jasula haben den Ball zurückgeholt. Mike Vetter auf der rechten Seite. Röser im Zweikampf. Ist er vorbei? Rechts auf. Jetzt kommt der OFC über die rechte Seite. Jetzt muss die Flanke in die Mitte kommen. Und dann steigt er runter mit dem und Kopf. Ist Eckball. Und es gibt Eckball Nummer 1 für Kickers-Offenbach. Und hört nur das Toll aus Biberberg. Es bebt. Es ist in seinem Fundament schon fast ein bisschen am Zittern, am Bippen. Und da sind sie anfällig. Wenn sie anfällig sind, dann bei Standards hinten im Strafraum, bei Kopfbällen. Da haben sie schon mal Schwäche gezeigt, die Gladbacher. Und wir haben ja viele in der Luft. Und der Ball kommt gut rein. Mocky springt vorbei, raus. Und Gladbach kann angreifen. In der sechster Position sind sie noch, kommen jetzt über die rechte Seite. Damit Hermann, der jetzt in großen Schritten auf die Mittellinie geht, weiter Pass. Mankavic im Laufduell mit Hahn. Mankavic macht das sehr, sehr gut. Dreht sich, hat den Ball behauptet und Vorwärtsgang. Läuft er dem André Hahn förmlich weg, nachdem er den Ball erst einmal geklärt hat. Und jetzt rollt der Angriff der Offenbacher Kickers über die halbrechte Verbindung. Blacky Schwarz, erst einmal rausgelegt auf die Außenbahn. Vetter, der sich ja empfohlen hat in der Vorbereitungsphase, da steigt er schön durch und hat ja einige Slalomläufe schon hier absolviert. Capo jetzt an der Kugel, der Meistertorschütze bis jetzt. Jetzt fragt nach dem Ziel, genau das macht er. Ja, und ein bisschen Senkreis. Also der OFC, der spielt hier rotzfrech mit. Erste Duftmarke von Capo. Auf links kriegt er den Ball, zieht 3-4 Meter noch in die Mitte, in Richtung Strafraum, dann zieht er mit rechts ab und einen knappen Meter über die Querlatte. Naja, und vielleicht soll er nicht ganz so hochschießen, noch mal ein bisschen Aufsetzer. Denn der Rasen, der ist nicht nur holprig, der ist auch richtig feuchtigkeitsgedrängt. Oh, und das macht den Ball schnell. Also das ist keiner der verwöhnten Teppiche der Bundesliga, die besonnt werden und schön mit der Rasenheizung gewärmt werden. Das hier ist noch ein richtiger Februar. Na, jetzt haben wir März, ein Märzrasen, wie er nun mal so ist bei unserer Witterung. Jetzt kommt Gladbach. Zentral, gefährlich, rechts rausgepielt, Hahn gegen Mankavic. Mankavic auf Nummer sicher, Einwurf. Also bis jetzt zwei Duelle, Mankavic gegen Hahn, 2-0 Sieger Manga. Bis jetzt ja, aber jetzt auf Kosten des Einwurfs an der Eckfahne und den wird eben André Hahn ausführen. Nee, den überlässt er erst einmal seinem Kameraden Janschke, dem rechten Kettenglied, da mit der Nummer 24. Toni Janschke ist schon ausgeführt, der Ball, aber geholt Müller mit Capo auf der Linie. Marschiert er, Fahne hoch, Auswahrer der Capo. Weiß ich nicht, ob da wirklich eine ganze Drehung drüber war. War schon. Ist okay. Favre hat gewunken und dann hat er gepfiffen. Ganz genau, so ist das in der Bundesliga. Man kennt sich, er hebt die Hand, es wird gewunken, Einwurf. Aber wieder eine gute Aktion. So, Gladbach erst einmal im Neuaufbau, über halb links, dann rausgelegt vor die Waldemar-Kleintribüne. Ja, und die wären besser beraten gewesen. Sie hätten die Kopfhörer, die sie hier beim Warmmachen oder vor dem Warmmachen getragen haben, aufbehalten. Ja, das ist es. Stranzel noch in eigener Hälfte raus, spielt Janschke erst einmal. Rechtes Kettenglied, Fuß dazwischen von Capo und Benny Pindol. Pindol, kann er das Gerät, das Spielgerät klären? Genau, Capek noch einmal abgelegt. So, Mangafitsch, der hat sich mit eingeschaltet. Ja, Gladbacher machen natürlich jetzt erstmal die Räume dicht, aber immer noch der OFC. Ja, mit gefällig im Spiel. Jasula, der Mann mit dem Helm, schön weitergeleitet. Oh, Pindol, komm, also, da hat es gleich mit Dreien zu tun. Ja, aber das Freistoß ist doch leider so viel. Freistoß, OFC, Donnerschlag, das sieht gut aus. Also, Lutz. Benny Pindol, Fußballgott. Sind wir schon empfänglich? Wir sind deutlich empfänglich. Ich spüre das leichte Ziehen, ja, in den vom Schultern. Vom großen C kommt es. Ja. Es zieht über die Waden hoch. Ja, ja. Und jetzt sind wir absolut empfänglich für das 1-0 für den OFC. Ja, Benny Pindol steht aber im Freistoß. Der Manga hinterläuft ihn ein bisschen. Aber ich denke mal, unser Zuckerfuß, unser Fußballgott, Benny Pindol schnippelt den Ball da, halblinke Verbindung. Na, das sind 32 schräge Meter, den wir da lang bringen im Strafraum. Tummeln sich alle, Röser vorne noch im Abseits, der Mocky noch im Abseits. Keiner kommt mehr dran und das Ding geht direkt ins Tor. Achtung, Pindol. Jetzt hebt er die Hand, dann kommt er reingeflogen, ein bisschen hoch. Ja, da wird er ein bisschen behindert. Nee, Jan Sommer. Freistoß geht. Ja, vielleicht ein kleiner Rempler, aber nichts Schlimmes. Schweizer Nationaltorwart Jan Sommer da hinten. Lustig, bei uns hat ja mal ein Yannick Sommer gespielt. Ja, genau, Yannick Sommer. Jetzt richtig. Zwei Brücken. Ja. Wenn er noch da ist. Haben wir ja auch im Ligabetrieb noch wieder vor uns und haben auch gerade gesehen. Genau. So, die Offenbacher stehen nicht so tief wie gestern Dresden in der ersten Halbzeit. Also, die haben hier vor, schon mitzuspielen. Macht ihnen das Leben schwer. Janschke an der Mittellinie auf rechts hat ihn. Spielt kurz auf Hermann, wieder zurück. Stranzel, Janschke. Ich sag mal, da hinten können die den Ball laufen lassen bis ans Ende aller Tage, weil das ist die eigene Hälfte. Die Dresdner haben gestern eigentlich auch gezeigt, erst als sie mussten, haben sie dann aufgemacht und gespielt. Und dann sah das auch richtig gut aus. Dann waren sie auch richtig gefährlich.
in der ersten Halbzeit haben sie sich doch viel zu tief gestanden. Und das macht der UFC zumindest nicht hier. Nein, weil wir spielen gleich mit. Wir machen hier fette Dinge, hatten gleich nach einer Minute 45 einen schönen Rechtsschuss von Capo Richtung Tor. Also wir haben hier schon eine Flankensituation gehabt, vor dem ersten Eckball, wo der Mühe den Verteidiger anköpft. Also wir sind hier schon präsent, die ersten 5,5 Minuten. Ich würde auch sagen, wir haben auch bis jetzt ein bisschen mehr Spielanteile. Ja, warum? Was soll das auch? Warum soll man denn nun hinten drin stehen und warten, dass uns abschießen? Ist ja Unsinn. Wir haben nichts, aber auch gar nichts zu verlieren und wir haben den Ball. Die Gladbacher spielen schon auf Zeit, die wollen das über die Runden, über die Zeit bringen. Wir hoffen, dass sie im Elfmeterschießen nervenstärker sind, aber da kennen sie halt unsere Jungs nicht. Vor allem uns beide nicht. Die Gladbacher hüpfen, die sind also auch noch gut gelaunt. Ja. Da wird es Zeit, dass wir ihn reinkicken. So ist das, im Aufbau. Ah, schon wieder der UFC dazwischen. Capo jetzt an der Kugel. Rechts rausgelegt, der wird zu weit, oder? Der wird zu weit. Ja, nein. Eckball für den UFC. Aber zwei Klasse gemacht von Röse. Und das Start und das tobt, als ob es hier. Klasse gemacht von Röse. Und Eckball wieder von der rechten Seite vor der Gladbach-Kurve. Benny Pindol wird den Ball mit rechts bringen. Wegdrehen vom Tor. Der Gladbacher von Jan Sommer gehüteten Tor. Der Gladbacher 2-3 Meter Anlauf. Guckt, er hebt den Arm. Jetzt kommt der Ball Richtung 5 Meter Raum. Kommt der Mocky, aber der war zu hoch angesetzt. Kann den Capo noch einmal kriegen. Ist da im Zweikampf noch im Strafraum gegen zwei Gladbacher. Hat den Ball, kann ihn behaupten. Gucken, Capo, bringst du ihn noch? Schießt dann Einwurf. Klasse gemacht. Capo, gute. Also der UFC, der spielt nicht nur mit. Nein, er bestimmt bis jetzt auch das Spiel. Das muss man ganz klar sagen. Da wir jetzt exakt 6 Minuten 53, also 7 Minuten gespielt haben, der UFC die bessere Mannschaft und Bombenstimmung am Biberberg. Mangafitsch, ja. Anstatt ein Tänzchen spielt er erstmal zurück auf Meier. Der wechselt die Seite jetzt hinten rum spielen auf Modica. Ja, da geht es wieder zurück zum Meier. Aber jetzt muss er rausspielen, denn da greifen die mal Gladbacher dann noch an. Mangafitsch auf Jasula, schönes Kombinationsspiel, aber dann ist Schluss. Ja, die Gladbacher, jetzt wollen sie schnell das Mittelfeld überbrücken. Da müssen wir aufpassen, die Konter natürlich, abseits Kruse, na klar, Fahne hochgepfiffen. Ja, Kruse war 2 Meter im Abseits, da brauchst du nicht die Arme heben. Wie sagst du immer so schön, wer so frei steht? Er war zu frei, ist im Abseits, so schaut's aus und auch hervorragend gesehen vom Assistenten da. Ganz, ganz klare Sache, nee, da müssen wir halt aufpassen, klar, in der Vorwärtsbewegung. Wir dürfen nicht zu offen sein, weil im Kontern, das ist bei Gladbach einfach Tradition. Das ist eine sensationell gute Kontermannschaft. Und das wäre ja Irrsinn, wenn wir hier als Viertligist ausgekontert würden im eigenen Strafraum. Also das wäre kompletter Irrsinn. Aber bis jetzt sieht das richtig toll aus. Knapp 8 Minuten gespielt. Der UFC ist voll da. Ja, und Gladbach eigentlich eher weniger. Und Pindol, der hat erst einmal die Kugel runtergezwirbelt. Und Jasula, der wechselt die Seite, wunderbar gemacht, auf Vetter. Und er kann es ja, er kann die langen Läufe, er kann aber auch Slalom. Und jetzt hat er reingespielt, aber das wird nie und nimmer was. Jan Sommer, der Schweizer Nationaltorhüter, hat die Kugel aufgefangen. So schaut's, sind ja eigentlich fast nur Nationalspieler auf dem Feld. Ich glaube nur hier unten mit der 7, Patrick Herrmann. Der hat noch nicht gespielt für Deutschland, aber ich meine, im Fokus war der auch schon. Ansonsten sind das alles irgendwie Nationalspieler für ihre Länder, für ihre jeweiligen. Also das ist schon eine richtig gute Truppe, die da steht. Dritter der Bundesliga, mehr muss man da nicht sagen. Aber bisher trotzen wir diesem Dritten der Bundesliga richtig gut. Und Vetter, au, Grätscher vorbei, jetzt haben sie eine Möglichkeit über die linke Seite. Flanke kommt rein, Meier, au, an den Pfosten, fast sein Eigentor. Ei, da haben wir Glück gehabt, Da hat Meier den Fuß dazwischen und ich habe ihn fast schon drin gesehen. Und er klatscht an den langen Pfosten. Und ich sage dir mal, das ist gar nicht so schlecht, wenn die Gladbacher sich da die Zähne ausbeißen und an den Pfosten spielen. Denn das zermürbt sie ein bisschen, wenn sie nicht treffen. Ja, das mag schon sein, das wollen wir hoffen. Also sonst hätten wir ja eben beinahe selbst getroffen. Aber jetzt kommt Eckball von der linken Seite, also von der rechten Angriffsseite der Gladbacher. Der kommt mit links getreten aufs Tor. Daniel Endres mit 2 Fäusten raus im Strafraum, der Nachschuss. Der geht vorbei, nein, Jasula ist dazwischen. Der spielt den aus, wird gefault, Freistoß. Meine Güte, hat er Nerven, der Jasula. Hat wirklich Nerven. Hat der Nerven. Am Fünfer fängt ein Dribbling an. Aber Klausi, der Mann mit dem Helm, er kann es halt. Er kann es halt. Also für seine technischen Raffinessen ist er eigentlich nicht so bekannt. Doch ist er. Das sage ich schon. Eleganz wohl und für seine Übersicht. Er ist der Kaiser und der Katsche in einem. Das ist aber so. Der Kaiser war auch keiner, der technisch auf engstem Raum. Mit seiner Drehung hat er schon alle ausgespielt. Na gut. Also jetzt fast 10 Minuten spielen mit dem weiten Abstoß und das ist richtig. So kann man wirklich Raum gewinnen. Also Mangafitsch, ja, wo soll er hinspielen? Jetzt wird das natürlich schwierig. Gladbacher Rücken natürlich jetzt früh auch auf. Erst war André Hahn, der hier gepresst hat. Und dann vielleicht jetzt die Möglichkeit für den Hofdell. Und das wäre jetzt die Chance. Und da pfeift der Abseits. Das Nein, kann aber nicht sein. Das kann doch kein Abseits gewesen sein. Ich schaue jetzt mal hier bei dem Kollegen. Ja,
Also der Lars, schau doch mal rüber, ob da irgendwas war. Aber ich bin auch sehr, 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 sehr unsicher. Vielleicht im Moment der Ballabgabe, dass er dann zurück ist, aufgepasst. Kein Gladbach. Abseits. War kein Abseits, sagen hier die Leute vom Fernsehen. Also es war kein Abseits und Röser läuft alleine auf den Torwart zu. Meine Güte, was für eine Chance uns da gestohlen wird. Ei, hätte das 1-0 sein können, vielleicht sogar sein müssen. Jetzt die Gladbacher auf der rechten Seite unterwegs. Noch einmal zurückgelegt, zentrale Position. Naja, jetzt links raus, vor die Waldemar-Klein-Tribüne. Und da wird noch gesungen und gehüpft und getanzt, ganz klar. Heute ist ein Fußballfesttag. Hoffentlich kommen auch viele, viele am Sonntag. Das ist fast noch wichtiger gegen den SC Freiburg 2. Jetzt Gladbach über die linke Seite, da kommt die Flanke in die Mitte rein. Mangafitsch, ja, der da hinten den letzten Mann darstellt sozusagen. Hat da rechts ins Seitenhaus geköpft. Und so gibt es Einwurf Gladbach. Ja, an der Eckfahne, fast auf der linken Angriffsseite eingeworfen, ist schon auf Gruß am Strafraum, lässt ihn durchrutschen. Blackie Schwarz ist da, mit großen Schritten geht er in Richtung Gladbacher Tor. Die kommen dazwischen, jetzt passt mehr auf, kein Ballverlust, rausgespielt. Röser ist da. Röser zieht ein bisschen nach innen weiter, weil der ist zu weit, den kriegt keiner. Doch Capo, zieh Capo, den hat er unterschätzt, der Janschke. Hat er kurz abgestoppte Capo, hätte er voll durchziehen müssen. Hätte er durchziehen müssen, aber gut, das sah aus, als wenn Janschke den Ball locker aufnimmt. Und er lässt guck mal, die Offenbacher pressen ganz, ganz vorne drauf, stehen so hoch. So muss es sein. Das ist natürlich volles Risiko, aber was so Rico da geht, dass er so hoch steht. Unglaublich, da haben alle geglaubt, der OFC rührt Beton an dort hinten. Nein. Mit zwei Abwehrketten. Nein, 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 der spielt frech und vorne, ja, presst er. Und jetzt kommt Gladbach. Natürlich, das gibt natürlich auch Raum und für der Gladbach. Der Mocky ist da und er grätscht ihn weg. Und jetzt hat Mike Vetter in einer rechten Verteidigerposition nach vorne gespielt. Der Ball weit, Müller verlängert ihn erst einmal. Aber da ist nur der Stranzel, der österreichische Nationalspieler, der Kapitän der Gladbacher. Sehr, sehr. Ja, und OFC, der hatte die größte Möglichkeit in diesem Spiel. Na ja, gut, auf der Gladbacher Seite hat es auch schon mal Richtung Pfosten einen Schuss gegeben. Jetzt aber Kapek. Aber das war schon eine tolle Geschichte, als er dann abseits gepfiffen hat. Das haben wir nicht gerne gesehen, zumal wir es hier in der Zeitlupe nochmal gesehen haben. Und das konnte ich so nicht erkennen. Jetzt erst einmal Gladbach. Ja. Langsam hinten rausspielt. Also das war wirklich ein Ding, der konnte im Grunde gar nicht abseits sein, weil da hinten war ja aus der Tiefe raus. Genau, aus der Tiefe. Ein Gladbacher hat den Ball auch falsch eingeschätzt und der Ball war lange, lange unterwegs. Der konnte normal im Leben nicht im Abseits gewesen sein. Aber gut, es ist so, Blacky Schwarz hat den Ball, spielt ihn quer auf Pindol, genau auf dem Mittelpunkt ist er. Der Benny, der Fußballgott, und spielt ihn raus. Nein, wir müssen mal gucken, der Mühe. Vielleicht kommt er da dran. Der Müller, was macht er? Komm, Müller, dreh dich, wende dich, schieß. Sommer, taucht ab. Donnerschlag, der OFC, der ist ja rotzfrech. 13 Minuten gespielt, 0-0, ein richtig geiles Spiel. Und vor allen Dingen von unseren Jungs hier, die sich richtig reinhauen und hier zeigen. Und hier ist kein Klassenunterschied zu erkennen. Und vor allen Dingen kein Drei-Klassenunterschied zu erkennen hier. Diese erste knapp Viertelstunde, die gespielt ist. Die Gladbacher kommen. Dennis Braun, der schreibt, hey Lars, hey Lutz, kann heute kein Fanradio hören. Ich bin im Block 3 auf der Waldemar-Klein-Tribüne. Hoffe, ihr seid früh empfänglich für ein Tor. Unsere Jungs, bei dem Wetter gibt es keine Ballerina. Also geht's drauf. Super Fanradio, super OFC. Dennis Braun schreibt das. Und ich sage hier, was der Dennis Braun macht, das ist nicht nur super, das ist super genial. Ja. Mit einer Cyberspace-Brille bin ich durch den alten Biberer Berg gestiefelt. Unglaublich, Lutz. Unglaublich. Ja, unglaublich. Können wir am Sonntag noch, glaube ich, mehr drauf eingehen. Haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit als heute, weil es geht schon wieder los. Röser hat den Ball da über rechts, geht an 2-3 vorbei, aber am Ende hat es dann, Wendt war es nicht. Ja, und Grüße kommen auch aus Irland, die ist Dublin, bin auch schon ganz heiser. Hier allein vom Zuhören, Grüße aus Dublin, liebe Leute. Olli lebt auf Gomera, 2-0 tippt er. Und Reinhold Böhmke, der sagt, also besser geht es nicht. Liebe Grüße aus Biber und ich wünsche euch und allen anderen ein tolles Spiel. Möge der AfC den Bielefeldern das Ding nachmachen. Bremen 2-0 geschlagen hat. Den Ton vom Fernsehen blende ich aus und natürlich muss Fanradio gehören werden. Auf nächste Bierchen bei Gelegenheit. Reinhold Böhmke, da grüßen wir ihn zurück und er freut uns. Jetzt ja, erst einmal so der soll sein. Ja, mit dem Freistoß knapp hinter der Mittellinie. Stefano Meyer wird den nach vorne bringen. Da haben sich ein paar versammelt. Der Benny ist da, der Blackie Schwarz. Er kommt auf rechts raus, ganz, ganz weit. Der Mühe kommt da dran. Erst einmal rausgeköpft da hinten von Brauers ist das. Der Rotinierol Brauers, ein Niederländer. Und das ist Mocky, der zurückspielt auf Endres. Ja, wir sind im Ballbesitz, gleich 14,5 Minuten gespielt, 0-0. So frech, wie der OFC hier agiert, so wird es gleich passieren. Das Eck ist ein Dribbling wagt, ja, über die Mittellinie. Noch. Über alle. Aber erst einmal wagt der Blecki das Dribbling und ein schöner weiter Ball. Kriegt er den, ein Jansch geköpft zurück auf Sommer. Der Ball geholt. So, hier habe ich was Interessantes. Manfred Kehm schreibt, der DLV Olympiakader im Zehnkampf grüßt aus dem Trainingslager aus Stellenbosch in Südafrika. Große Klasse, Grüße zurück dahin nach Südafrika. Riesending, Riesending. Und da haben wir den Ball zurückgegrätscht. Nein, haben wir nicht.
Gladbach ist da in Strafraumnähe. Jetzt gibt es einen Freistoß, aufgepasst. Das sind 25, 28 Meter, sehr zentral. Ja, das mit dem Fernsehen laufen lassen, das machen auch andere. Günter Marion in Neu-Isenburg, wenn er mich jetzt hört. Schöne Grüße an euch, ich habe es gelesen, dass ihr guckt. Habt Spaß an diesem Spiel. Und auch die Ellen, meine Freundin, die wird das jetzt so machen, das Fernsehbild laufen lassen. Und ihr hören, Elli, ich denke an dich. Wir sehen uns nachher. Aber jetzt der Freistoß zentral vorm Tor. Da steht mit der 34. Der Schakka ist das. 27 Meter. Gefährliche Ding. Aber das ist in der Tat eine gefährliche Position. Und Hermann jetzt ist da. Wird erstmal die Mauer gestellt. Ah, nein, nicht Hermann. Sorry. Ich glaube, André Hahn steht Wendt in der offenbaren Mauer, ja. In alter Verbundenheit. Ja, Schakka und Wendt. Ich sage Schakka mit links. Eieiei, 4-5 Meter drüber. Siebtes Stockwerk, so dürfen Sie weitermachen, über oder? Über den Wolken, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein hier im... So, die Giselda Burski schreibt, wir wünschen uns den Torschrei vom Biberberg bis hier nach Brasilien zu hören. Viel Glück und sonnige Grüße an das unschlagbare Team vom Fanradio. Senden Zilder, Katharina und Michael, wie gesagt, aus Brasilien. Ja, schöne Grüße nach Brasil. Aus wie heißt es, Florianopolis. Ja, Brasil. So, steht auf, wenn ihr Kicker seid. Wir bleiben schätzen. Da haben wir den Ball. Benny Pintol gegen zwei in der Gladbacher Hälfte. Schön rausgespielt auf Röser. Ei, da springt dann vom Fuß. Kann passieren. Martin, weiter, weiter, weiter. Gladbach wirft ein auf der linken Abwehrseite. Mitte der eigenen Hälfte. Ist schon passiert auf Kram. Aber sofort ist Casula da. Und Müller kann den Ball kontrollieren gegen Pintol. Ja, aber dann ist er erst einmal weg. Die Gladbacher kommen. Ja, auf der linken Außenbahn nochmal zurückgelegt. Ja, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der UFC so hoch steht und so offensiv mitspielt. Also bisher wirken die Gladbacher, passen wir jetzt aber erst einmal auf, Stefano, nein, wirken so hier und da so ein bisschen, als wollten sie Schnick, Schnack, Schnuck spielen hier, so sehr, sehr lässig und elegant, wie sie es versuchen. Ob das der richtige Weg ist, ich weiß es nicht, aber erst einmal Kapo kommt nicht dran, zurückgespielt, der Ball von Stranzl auf Sommer. Der erste Mal von Müller, ja, ein bisschen schon angegangen wird. Der muss ihn mit links rausschlagen, Richtung Mittellinie. Und da ist Vetter, der den Ball... Hast du das gesehen, der Vetter? Du. Ja. Ah, da stand er hinter ihm und hat das Ding sauber bekommen. Ab, den Hermann. Absolut. Also sehr, sehr souverän, was die Kickers bis hier spielen. Absolut tolle Körpersprache hier von unseren Jungs. Die Gladbacher, wie gesagt, sie wirken ein bisschen pomadig auf mich bisher. Mag sein, dass es ändert, vielleicht und die Zeit, so. Die läuft ja für uns, Lutz, natürlich. Das ist ja ganz klar. Wo wenn wir im Elfer schießen sind, Lars, wir haben noch nie eins verloren. Übrigens, der ARD-Reporter, Steffen Simon heißt er, glaube ich, der kam vorhin hierher und hat sich bei uns bedankt beim Fanradio. Hat gesagt, sensationell, was wir für eine Arbeit machen. Der hat die ganzen Recherchen aus unserem Fanradio gezogen, also die Spielerporträts und so weiter. Ja. Jetzt aber da Blacky Schwarz, der natürlich auch bei uns im Spielerporträt war. Schön, nochmal aufgestanden, das Ding reingespielt. Ja, vielleicht jetzt, aber dann die Gladbacher. Ja, sage ich, und strafe nicht lügen. Ende UFC, der kommt, oh, Manga, da hat er ihn. da hat er André ja mal umgehauen. Ja, da wollte der André. So ähnlich habe ich es gezeichnet mit dem Sascha Korb, jetzt war es halt einmal der Manga. So, und dann habe ich, weil er uns so schön gelobt hat, dem Steffen Simon auch noch verraten, dass wir hier beim Fanradio niemals ein Elfmeterschießen verloren haben. Noch nie. Noch nie. Dass das völlig unmöglich ist. Das geht gar nicht anders. Bin mal gespannt, ob er das verwurstelt in seiner Reportage. Ja, ja gut, und wenn er spätestens, wenn es dann wieder so ist, wird er es schon mal erwähnen. So, jetzt erst einmal Stranzl weit auf André Hahn, Mangafitsch, Kopfballsieger erst einmal. Und Kazapek geht dazwischen, da wird es ein bisschen eng da hinten. Aufgepasst, aufgepasst. Der Fuß dazwischen von Mayer. Der kleine Mangafitsch, muss man sagen, spielt eine astreine Partie hier gegen alle spielen hier eine astreine Partie. Mann, um ein Haar hätte da der Stefano Mayer mal ein bisschen Pech gehabt. Nach so 10, 11 Minuten war es, glaube ich, da hat er eine Flanke abgefälscht an den Pfosten. Aber da haben wir Glück gehabt. Und Glück hat der tüchtige Müller. Foulspiel von Stranzl. Ja, und Rico Schmidt, der flügt hier vorne die Rasenkante förmlich um, rennt da die Linie hoch und runter. Ich glaube, er hat ein riesen Laufpensum bis jetzt am Dach gelegt. Also Rico hat, glaube ich, schon mehr Laufpensum als der Gladbacher Torwart, das auf jeden Fall. Ja. Und der musste sich auch schon ein bisschen bewegen. So, Ralf Pröbster schreibt, schöne Grüße aus der Oberpfalz von Ralle und Andi. Heute massieren wir die Fohlen, auf geht's OFC, ihr seid die Geilsten, gebt alles. Jetzt kommt erstmal der OFC, der gibt auch alles und das ist Pintol. Der bittet zum Tänzchen, zieht zwei Gladbacher auf sich, dann spielt er erst nochmal zurück. Meier, der behält die Übersicht, spielt ganz zurück auf Eckes. Ja, und jetzt wäre doch mal Zeit, ein Dribbling zu wagen für Eckes. Ja, bei Eckes wäre es also kurz vor der Halbzeit, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, da könnt ihr es mal alle ausspielen. Ja, der psychologisch so wichtige Zeitpunkt. Ja. Schön, guck mal, die Offenbacher hier. Da. Wenn wir absolut präsent. Ja. Hellwach, das muss man sagen. Und mit Übersicht. Jetzt erstmal Casula. In die Mitte reingespielt auf Pintol, der verteilt dort raus auf Kapek. Jetzt geht er fast bis zur Grundlinie. Was macht er? Aufgerückt ist Mangafitsch. Ja, dann sind sie
zu dritt unterwegs. Pintol, dem rutscht der Ball erst noch vom Glück. Klaus Ciasola, was macht er rechts raus auf Vetter? Kommt er da noch an? Nein, nein, das wird ein bisschen schwierig. Aber Blecki hat die Kugel. Ja, hat die da, aber rechts außen. Auch schön den aussteigen lassen, den Herrmann. Flanke kommt nach innen raus. Erst einmal Stranzels Fuß dazwischen. Und die Gladbacher können sich befreien. Ja, es ist wirklich so, jetzt kommen sie aber aufpassen, müssen wir natürlich bei den Kontern, das setzt er sich gut durch. Auf links gespielt und das ist André Hahn. Nein, André Hahn wartet in der Mitte. Flanke kommt, Hahn ist da, Mangafić zuerst raus, der Ball zum Einwurf geschlagen. Da kamen sie über links, Kruse war das, glaube ich, der da reingestochen ist in den Strafraum und wollte den Hahn ins Spiel bringen. Ich habe hier schöne Grüße vom Yannick Dietz, der schreibt aus dem Dietzschenhaus in Rottgau. Ich stehe hier an der Kamera, also keine Sorge, das mit dem Nullspiel, das wird schon. Übrigens eure Reportage zusammen mit dem Live-Bild, das ist das Null plus Ultra. Yannick, gib alles, wir brauchen dich an der Kamera, wir brauchen dich. Und dein Vater grüßt dich soeben. Aber der Yannick ist vielleicht schuld, dass wir noch kein Tor gemacht haben. Der soll nur bei den Gladbacher angriffen. Aufgepasst, Flanke kommt, Endres ist da, hat ihn sicher runtergepflückt aus seinem Torraum. Jetzt sollen wir dem Yannick mal sagen, jetzt wo wir im Ballbesitz sind, geh von der Kamera weg. So, jetzt Kamera. Lass die Kamera in Ruhe. Ja, wenn wir Richtung. Finger weg von der Kamera. Vielleicht haut der Eckes direkt mal rein. Ja. Yannick legt die Kamera weg, dann haut der Eckes direkt rein. Nein, er legt ihn runter auf den Boden, das wird nichts Direktes. Er kommt aber weit, weit auf die rechte Seite. Müller geht hoch, steigt hoch. Aber Janschke hat den ersten Kopfball gewonnen. Aber Vetter den Ball zurückgeholt, spielt wieder auf Daniel Endres. Ja, ein bisschen Dampf rausnehmen. Weil ich gerade die Gelegenheit, hier die Zwischenergebnisse bekannt zu geben. Bielefeld gegen Bremen, da steht es 3:1. Leipzig gegen Wolfsburg 0:2. Und Bayern München gegen Braunschweig 0:0. Also OFC, bis jetzt die klar bessere Mannschaft. Die spielen offensichtlich mit eurem Geist, schreibt er. Und das kommt auch vom Reinhold Böhmke. Ja, da wird aber das mit Bremen im Endspiel wird ja nichts dann. Ja. Wenn die in Bielefeld so ist mir eigentlich egal, wen wir im Endspiel schlagen. Im Grunde ist mir es auch egal, ja. Weil der Zweite kommt eh nicht mehr automatisch in den Europacup. Wir müssen also eh gewinnen, das ist so. Ich meine, in der Gunst der Zuschauer sind wir oder in den Medien sind wir ohnehin schon jetzt vor Bayern. Ja. Siehst ja, die spielen jetzt auch. Und wer hat das Live-Spiel? Ja, wer hat denn das Live-Spiel? Wer hat denn das Live-Spiel? Kein FC Bayern, na? Na, der Kaiser hat es nicht nach München geholt. Schön, Kapek greift da an. Ja, sie spielen schnell und direkt, aber Meier passt auf. Stefano Meier, also der will jetzt ja auch offensiv mit Ton, ganz klar Pintol vom Schlappen gerutscht. Der André Hahn, der ist bis sich ganz klar. Ja, ein Giftpilz, wie es bei uns war. Und ihr wisst, ich meine das positiv bei dem André. Deshalb konnte er diese Karriere machen, weil er ist dieser Giftpilz. Er hat diesen Biss, den wir einfach haben. Ein geiler Typ. Total geiler Typ, ganz ehrlich, verfolge ich bis ans Ende seiner Karriere immer mit Sympathie den André Hahn, wo immer ihn es noch hintreiben wird. So, jetzt aber aufpassen, hier geht's weiter, Gladbach versucht anzugreifen, Kramer relativ zentral, fehlt was im Aufbau, Meier dazwischen und Benny Pintol. Dreh- und Angelpunkt beim OFC, Zapek auf der linken Seite bringt der Pintol wieder ins Spiel. Geil gemacht von Pintol mit der Körperdrehung. Wunderbar, die Gladbacher stehen gelassen, auch wenn es dann final doch rüber auf die rechte Seite nicht in die Offenbacher Laufwege geht. Aber das sah schon toll aus, was Pintol da gemacht hat. Ja, und Sommer versemmelt den Ball da hinten in Seitenaus, Einwurf. Ja, und Daniel Morave schreibt, liebe Grüße an den Lutzebub von Sabine und Daniel aus Köln. Für mich ist es immer wieder ein Genuss, euch zu hören. Sabine sieht das heute anders. Ja, Sabine ist nämlich Gladbach-Fan, das ist so. Ah ja. Sabine, schöne Grüße. Schicken wir ihr ein Päckchen Taschentücher, damit sie nachher ausweinen kann. Nimm's nicht so schwer. Gegen Kickers kann man mal verlieren. Also bisher Kickers klar am Drücker, aber das heißt also ja die letzte Borussia, die hier war im Pokal, die haben wir mal eben vermöbelt. Die wurde auch vermöbelt, also von daher beste Gesellschaft. Und die wurde anschließend deutscher Meister. Ganz genau. Vielleicht klappt das ja mit Gladbach auch. Oder wir werden deutscher Meister. Jetzt erstmal Kapek. Also da ist er jetzt auf Mangafić gespielt und dann wieder zurück zu Capo. Capinho will er ja genannt werden und das hat er sich auch so ein bisschen erarbeitet. Absolut verdient, der Capinho. Ganz klar. So schaut's aus. So, Einwurf OFC, das Ganze diagonal bis zum Tor, 30 Meter. Oh, jetzt will er ein bisschen zaubern, der Manga, bloß nicht überheblich werden. Nein, da schießt er den Kramer an. Also gibt's Einwurf, da wo wir eben waren. Der Herr Kramer ist schon mittelmäßig angepisst, würde ich sagen. Also die Reaktionen der Gladbacher sind nicht so, dass sie das alles super klasse finden hier. Muss ich mal so sagen, aber der OFC spielt halt bisher super klasse. Wir haben schon gewusst, dass das kein Spaziergang hier wird. Ciasula, was macht er? Rechts raus auf Vetter. Der zieht jetzt erst einmal an, aber der ist dann doch ein bisschen weit, oder? Nein. Dann noch ran. Also und Eckball! Eckball für den OFC. Und das wird hier immer bejubelt, als ob schon ein Tor gefallen ist. Es steht 3:1 nach Ecken hier. Gut nach Pfostenschüssen. Führt Gladbach nach Chancen, steht so 1:1. Kapusschuss, der Kopfball von Müller, der geblockt wurde. Wollen wir nicht vergessen, aber die Kickers sind hier optisch überlegen, muss man wirklich sagen. Wir sind hier die präsentere Mannschaft, hier nach knapp 25 Minuten 0:0 steht's. Und Benny Pintol, der Fußballgott, beim Eckball.
Da bietet sich auch noch der, ich glaube, der Röser ist es, der dabei steht. Also diese 26. Spielminute, die könnte in die Geschichte eingehen, wenn jetzt der Eckball verwertet wird. Also Benny Pintol, da hebt er die Hand. Jetzt kommt er reingeflogen auf den ersten. Ja, die Gladbacher erst einmal geklärt dort hinten raus. Das wird kein Problem. Ja. Nee, Hermann ist das, Hermann, Entschuldigung, das ist jetzt Kruse. Und das war Stefano Meyer, der ihn da abräumt. Aber zuerst den Ball und damit ist das in Ordnung. Die Trikots, die werden dreckig, die Gladbacher, sie hätten besser in grün gespielt. Da hätte man das nicht so sehr gesehen. Johanna Sam schreibt, der OFC, wir machen das schon, wir glauben fest daran. Danke für die tolle Berichterstattung. Leitberg gibt es hier aus rechtlichen Gründen kein ARD-Stream. Grüße an alle OFC-Fans aus Indiana in den USA. Johanna Sam. Ihr Lieben, darüber habt ihr Fanradio in der USA, überall auf dem Mars, auf dem Mond, überall ein Kickers wohnt. Wir sind immer für euch da. Absolut. Tag und Nacht, heute wird es halt einmal Nacht wieder. Aber was soll's, das ist Schakka im Mittelkreis. Die Gladbacher versuchen uns da hinten zu bespielen, aber sie spielen im Mittelkreis herum. Also von daher können wir etwas entspannen. Stranzl nach vorne, Schakka ist das, will er machen, Jasula dazwischen und dann ist Benny Pintol da. Jetzt wird umgeschaltet, da rücken die Offenbacher auf mit Capinho. Also jetzt hat er den Ball auf dem Schlappen, aber da wird erstmal dazwischen gegangen, ganz klar. Janschke. Das war Janschke, Toni Janschke, aber Mangafitsch beim Einwurf. Ja, mit Capek im Verbund, was macht er? Sucht jetzt den Anspielpartner. Erst einmal zurückgespielt auf Meier. Bloß keine Spielhändchen. Oh ja, Eckes, der kriegt jetzt die Kugel. Jetzt könnte ein Assist einfahren. Könnte er. Hätte noch 3-4 Meter laufen können. Hätte vielleicht der Große noch umspielen können und dann den Pass spielen. Das hätte ich auch erwartet. Normal ja. Dass dann endlich mal der Uwe Beinpass durch den Daniel Endres Pass abgelöst wird. So, Endres hat den Ball Mitte der eigenen Hälfte. Spielt er mal raus auf den Mocky, der da in rechter Verteidigerposition steht. Weiter Schlag, 40 Meter, geht aber ins Seitenhaus. In Höhe der Eckfahne wird er ausgehen, Einwurf Borussia Mönchengladbach. Also 27 Minuten sind gespielt, 0-0 steht's. Ein freches, ein tolles Spielchen. Es geht rauf und runter. Der OFC führt 3-1 nach Ecken. Die Gladbacher haben auch schon an die Pfosten geschossen. Also der OFC, der ist richtig gut in der Partie. Also es war Stefano Meyer, der für die Gladbacher eine Flanke abgefälscht hat an den Pfosten. Das war's, aber richtig zwingend war noch nichts von Gladbach. Sie tun sich hier wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Der OFC wirklich die optische, die bestimmendere Mannschaft. Also wie gesagt, etwas pomadig so ein bisschen. Schnick, schnack, schnuck wirken sie auf mich, die Gladbacher. Ich weiß es nicht, ob sie es noch nicht verstanden haben, aber mit nur schön spielen, gut. Also wenn man das jetzt vergleicht mit dem Spiel gestern, die erste Halbzeit, die war ja doch ein bisschen chancenlos. Ja. Und hier geht es rauf und runter. Und das hängt aber da einfach damit zusammen, dass der OFC so frech nach vorne spielt. Guckt ihr das an? Müller! Wird er von Müller gepresst, muss ihn rauskloppen, aber da steht noch einer. Gucken wir mal, wer ist das? Ich glaube, Wendt ist das, der linke Verteidiger, der schwedische. Ja, der stand doch im Abseits. Da. Ja, da nicht gepfiffen, aber es geht weiter. Hermann hat ein paar Orientierungsprobleme, hat ihn aber im Mittelkreis. Hermann gegen Jasula und da hilft der Blecki und dann ist der Jasula da. Weiter geht's weiter. Kruse spielt raus auf Wendt. Gleich gebracht der Ball, aber der ist zu. Hat ihn noch. Aus. Abschlag. Ja, also wir dürfen niemals unterschlagen. Die Situation, wo der Röser frei aufs Tor zuläuft und der Liri winkt abseits. Und wir haben im Fernsehen nun wirklich hier keins gesehen. Wir haben neben uns hier die Fernsehmonitore. Das war ein 100%. Der Röser ist noch 20, 25 Meter zentral vom Tor weg. Also so einen macht er auch gerne der mal. Dermaßen aus der Tiefe. Ja, das kann kein Abseits. Im Leben nicht. Also ich glaube, da wurden wir schon erstmal schwer, schwer benachteiligt. Und bis zum Beweis des Gegenteils glaube ich genau daran. Aber du weißt ja, wie es ist. Es muss am Ende immer das Elfmeterschießen her bei uns. Muss halt her, ja. Bei uns beiden. Aber ja. Da sind wir ja gerüstet. Das ist halt so, dass ich am Sonntag kaum Stimme haben werde. Deshalb dürfen wir am Sonntag nicht so hoch gewinnen. Ja, muss Sonntag wird es auch ein bisschen leise, da können wir ein bisschen flüstern. Das ist richtig, da können wir ein bisschen flüstern. Da krächzen wir dann das Spiel gegen Freiburg in die Welt. So, Gladbach, Kramer. Zentral ist aber noch eigene Hälfte, spielt zurück auf Stranzl, der relativ genau auf der Mittellinie ist. Stranzl auf rechts, rausgespielt, will der Hahn finden, findet Mangafitschs Kopf. Janschke will wieder Hahn und wieder der Kopf von Mangafitsch. Mangafitsch, der springt immer am höchsten. Ja, so schaut's aus. Und sie müssen wieder zurückspielen da mit Schakka auf Stranzl. Und da ist Benny Pintol da, sehr, sehr agil. Tolles Spiel bisher von Benny Pintol, unserem Regisseur da. Und Jasula, also Zapek Pintol. Bei weitem nicht nur gegrätscht und gebissen und gekämpft. Hier wird richtig gespielt. Die spielen richtig gut Fußball, unsere Jungs. Wie die sich entwickelt haben in den letzten anderthalb Jahren. Meine Fresse. Ist das geil anzusehen, du. Jasula, weiter Schlag, aber ist er da. Stranzl, der ist halt auch der nicht... Der Röser lauert jetzt da ganz vorne, guck mal in der Spitze. Mit Recht. Und der Mocky gegen Kruse. Ja, da gibt ihm der Schwarz noch ein mit, so ein bisschen, aber Gladbach kommt über die linke Seite weg. Ein bisschen unrund, der muss sich jetzt beeilen, da hinten muss er zurück. Hermann. Aber jetzt kommt die Gladbacher. Ja, Wendt, Flanke kommt rein, aufpassen!
drüber, Riesenchance, war es erst einmal. Er will einen Eckball, aber der Schiri sieht das. Hazard, zentral aus 11 Metern, mit links direkt abgenommen der Ball, aber dann doch 30 Zentimeter, würde ich sagen, über die Latte. Er will einen Eckball haben, aber nee, gibt's nicht. Abschlag gibt es hier, gepfiffen von Schiedsrichter Christian Dinger, der ja eigentlich ein gutes Omen ist für den OFC. Ja. Weißt du das eigentlich? Ja, wir haben deutlich positive Bilanz. Ja, wir haben beim Herrn Dingert 7 Siege, ein Unentschieden, 3 Niederlagen, das haben wir beim Herrn Dingert. Es gab gegen die Kickers eine rote Karte und gegen die Gegner 5 rote Karten. Er hat uns unter anderem im DFB-Pokal gegen Fürth beim 2:0 gepfiffen. Also siehst du, jetzt Jasula erst einmal dort vorne, rausgespielt auf die rechte Seite. Jetzt geht es wieder schnell in Kombinationsspiel, aber das ist dann doch ein bisschen zu weit, oder Lutz? Warte mal ab, der Röser, der drückt ihn noch da, den Wendt. Das muss er machen, macht er gut, klar. Nationalspieler, der hat schon was auf der Kette. Schlägt ihn aber weit raus auf Mangafic. Manga macht keinen Mist. Nee, oh, Manga, was machst du? Eckes hat aufgepasst. Eckes passt auf gegen André Hahn. Manga, du müsstest den André doch vom Erzählen kennen. Weiter geht's. Nein, war nix. Auch wenn er sich da entschuldigt, der Schaka, aber da würde ich auch nicht pfeifen. Also, Klausi, Eckes auch absolut wach. 31 Minuten gespielt, 0:0 steht's hier. Und das ist mehr als hochverdient für den OFC, der auch eventuell mit etwas mehr Glück hätte in Führung gehen können. Gut, wir hätten auch einen schlucken können hinten. Also ist schon ein insgesamt tolles Ding. 0:0, absolut leistungsgerecht. Klassenunterschied, niente. Also wenn wir die nächsten 30 Minuten auch noch überstehen, dann wird es für die Gladbacher richtig böse. Dann wird es ungemütlich, sage ich auch. Weil je länger dieses Spiel dauert, desto dümmer wird es für die. Weil irgendwann sind die auch völlig angepisst. Der Kramer fing so ein bisschen schon an. Also die, glaube ich, die haben sich auch das so gedacht. Wir machen mal hier nach 20 Minuten. Jetzt kriegen sie einen Freistoß. Ei, das soll der Mocki gefallen sein. Ich habe doch den Ball ins Ausgespielt, das siehst du doch, zeig da an. Ja. Aber, ja. Da fiel er schnell, der Hazard. Da fiel er schnell und hat starke Schmerzen. Belgischer Nationalspieler ist es. Ob er seine Karriere fortsetzen kann? Ich denke ja, weil Wunderheiler zu Professor Klümper nach Freiburg kann man ja nicht mehr. Der ist ja jetzt in Südafrika. Aber er wird halt massiert und mit Eis behandelt. Dann geht es weiter. Aber gefährliche Situation. Gladbach hat alles, was über 1,80 ist, in Höhe des Elferpunktes massiert. Freistoß wird kommen, von links getreten. Ich nehme an, das wird Wendt sein. Ich weiß es nicht, ich sehe die Rückennummer nicht, aber logisch wäre es, wenn der Wendt das macht. Nee, der Wendt macht es nicht, der steht da vorm Strafraum. Aber im Strafraum reichlich Getümmel. Jungs, jetzt wach sein, jetzt konzentrieren. 33. Minute sind wir hier. Gefährliche Freistoßsituation von links außen, vom linken Strafraumeck wird er kommen. Mit links getreten. Ja, Pfiffe, was machst du? Jetzt ist er freigegeben. Der Schiri sagt im Strafraum noch einmal, Jungs, jetzt reißt euch mal zusammen da. Macht hier kein Gezupfe, weil ich sehe alles und ich ahnde alles vorne wie hinten. Jetzt kommt der Freistoß. Kruse, schwerlich rein, rausgeköpft erst einmal. Rausgeschlagen von Vetter. Der Ball, wunderbar. Jetzt müssen das haben sie gut gemacht, da Kruse standen sie richtig gut. Und die Gladbacher müssen hintenrum jetzt neu aufbauen. Aus der eigenen Hälfte kam der Ball jetzt über die rechte Seite, rechts rausgelegt. Ja, dann in die Mitte, ins Zentrum. Was macht er durchgesteckt? Nein, gar nichts. Also, sie fallen manchmal wie die Bahnschranke von Neu-Isenburg. Er war falsch aufgestollt wahrscheinlich an der Stelle. Da war es ein bisschen sumpfig hier auf der Wiese zu Offenbach, weil mittlerweile, der Böddi wird Spaß haben, den bis Sonntag wieder halbwegs hinzukriegen. Ja, also, jetzt Gladbach im Vorwärtsgang. Oh, da wird Hahn geschickt. Da muss Eckes wieder raus. So sieht es aus, auch wenn er uns hier fast abschießt. Ja, das darf er gerne. Darf er gerne machen zu dem Preis, dass da der Konter abgewürgt wurde. Hermann wirft ein auf der rechten Seite. Kruse ist das, der ja mehr den Spielmacher gibt bei den Gladbachern als vorne den Stoßstürmer. Ja, interessant fand ich ja auch, dass Gladbach die Besten sozusagen gegen Paderborn im Bundesligaspiel geschont hat. Absolut, für uns. Warum? Ja. Für uns natürlich. Aufgepasst, Hermann im Abseits gegen Mangafic. Da haben sie sich gedacht, ja gut, Paderborn, die schlagen wir auch so, aber gegen Offenbach brauchen wir die beste Besetzung. Also da saßen 50 Millionen auf der Bank. Wenn wir die 50 Millionen hätten, wäre unser Etat, glaube ich, bis 2047 gesichert. Interessant war ja auch die Gesamtbilanz. Hier spielt 160 Millionen Kader gegen 2,5 Millionen. Gegen 2,5 Millionen. 160 Millionen zu 2,5. Ich glaube, das verdient der Große allein bei Gladbach. Das ist also schon nicht mehr David gegen Goliath, gegen Biene Maja oder so. Goliath gegen Biene Maja. Also der Dritte der Bundesliga, der befindet sich normalerweise in fußballerischen Sphären. Ja, da gehen wir nicht hin.
So schnell. Aber was soll's. Bisher hier heute merkt man sich 35 Minuten. Aber ich sehe das ja anders, Lutz. Wer nächstes Jahr europäisch spielen will, damit meine ich den OFC, natürlich, der muss auch Gladbach schlagen. So sieht's aus. Und das ist die Möglichkeit für den OFC. Nein. Sommer geht raus, taucht ab, hat den Ball, bevor Kapo da dran kommen kann. Haben sie auch den Kapo gut zugestellt? Na klar, wissen sie auch. Das ist der Torjäger 11. Hütten hat er schon gemacht. Und da werden noch welche dazukommen. Wichtiger, wenn es um den Aufstieg geht. Jetzt aber Gladbach, Czasula dazwischen. Nein, gegen Kruse. Kruse schaut, guckt, wo kann ich hinspielen? Da findet der Kramer, der muss wieder rückwärtsgang, weil alle sind sie zurückgegangen, haben sich wieder in der eigenen Hälfte massiert. Weil klar, wenn Gladbach den Ball hat, ist rückwärtsgang angesagt. Jetzt kommen sie da. Xhaka, zentral, wieder durchstecken. Meier passt auf, Czasula. Schön gemacht, schön befreit. Penny Pintol halb rechts, geht er über die Mittellinie. Da ist der Böser mit dabei. Offenbarer dabei. Er muss den Ball erstmal halten, bleibt ihm nichts anderes übrig. Und genau das machen sie gut, die Offenbarer. Also da haben sie auch das Auge, dass sie nicht blind irgendwo reinrennen. Und jetzt sind sie aber aufgerückt. Jetzt könnte man vielleicht rüber wechseln auf die andere Seite. Genau das passiert jetzt mit Mangafitsch. Jetzt rollt die Kugel, Kabeck. Also der wechselt erst nochmal die Seite. Jetzt kommt die Flanke dann. Aber nein, das wird nie und nimmer etwas. Aber Czasula, komm, also. Ja. Oh, immer noch Czasula. Nimmt die Kugel mit. Rechts rausgespielt. Jetzt kommt die Flanke von Vetter, oder? Nein, da legt er nochmal ab. Jetzt kommt Reuser. Flanke ihn rein. Naja, das war wirklich kein Vollspiel. Nein. Er ging da in die Knie, aber das war nichts. Nein. Ja, war klar, sind da Kontakte bei sowas. Aber wir sind ja hier beim Fußball und nicht irgendwo beim Nonnenhockey. Also von daher ganz klar. Jetzt gibt's Geld für Czasula. Jetzt gibt's Geld. Und mit was? Mit Recht. Weil den hat er richtig weggemäht, den Hermann. Heiliger Strohsack. Aber ich sag's mal so, wie der Hermann unterwegs war, hat er sich geopfert, der Klaus, mit dieser gelben Karte. Ja, Czasula, der braucht ja immer Gelb. Er braucht nochmal immer Gelb. Jetzt muss er halt aufpassen, jetzt darf er nicht mehr zupfen machen oder tun. Wenn's er sollte mal, auch Diskussionen einstellen. Wenn es mal 80 Minuten gespielt sind und er hat kein Gelb, geht er zum Schiri, ich sag Hallo. Hallo, ich will Gelb. So sieht's aus. Ich habe hier eine Serie zu verteidigen. Böse Zungen behaupten ja, er hätte in seinem Schlafzimmer die ganzen gelben Karten übers Bett gehängt. So ist es ja, eine gelbe Wand. Gelbe Wand wie Dortmund. Er ist der einzige Spieler, der in 15 Spielen 16 gelbe Karten sieht. Ja. Ohne mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen, muss man sagen. So, Freistoß Gladbach, halb rechts, da sind 10, 12 Meter in der Hälfte. Hazard ist da, Janschke steht mit dabei, aber ich sage mal, der Hazard wird ihn bringen. Oder, nee, spielt dann kurz auf der Hazard, nee. Den Trick hat der Kapo geschaut, spielt doch kurz auf Janschke. Der bringt dann da den Hermann ins Spiel, der weitermachen kann. Also das Foul sah spektakulär aus, aber es wird den Hermann nicht an dem Fortlauf seiner Karriere hindern. Und sie kommen da. Xhaka links raus, aber Vetter passt auf, steigt über den Ball, lässt ihn durchlaufen. Einwurf OFC, das sieht gut aus. 37 Minuten spielen. Der Reporter wieder gesagt, ja, das war dem schlechten Platz geschuldet. Was für ein Quatsch, der Platz ist wie ein Teppich. Das ist ein Teppich, ein Golfplatz. Ja. Die haben heute Mittag noch die Golf Open Südhessen Schatz gefunden. Ja. Jetzt Pintol. Ja, da hat er ihn auf der Brust, aber dann erst einmal die Gladbacher. Jetzt schnell in Umschaltbewegung, aber schön abgemacht, Pintol. Der kann es natürlich auch in der Drehung, jetzt rechts rausgelegt. Aber na, da sind sie erst einmal hinten. Also Gladbach tut sich schwer, beißt sich die Zähne raus am OFC. Ja, noch 6,5 Minuten, dann ist Halbzeit, aber das muss auch Gladbach erstmal überstehen. So sieht's aus, so, gucken wir mal. Also klar, wir haben jetzt ein bisschen den Dampf rausgenommen, jetzt war aufgepasst, war weg der Ball. Stefano Meyer grätscht ihn vom Fuß, dem Hazard. Bevor was passieren kann, Einwurf von André Hahn ausgeführt. Was ist? Nee, für uns gibt's, der hat ihn angeschossen, klasse. Der Meyer schießt ihn an, es gibt für uns, Liri sagt für uns. Also gibt's für uns, rot wirft. Ja, heute Morgen war das hier noch eine 18-Golf-Anlage. Jetzt ist es halt eine 42-Loch-Golf-Anlage. Und am Ende des Spiels eine 340-Golf, also Loch-Golf-Anlage. Aber es macht ja nichts. Löcher also, sollte keiner kommen am Ende sagen, es hätte am Platz gelegen. Nein. Jetzt der OFC wieder zurück im Ballbesitz mit Czasula. Ja, der muss früher abspielen, aber er kriegt den Freistoß zugesprochen. Aber da hat er es gleich mit Zweien aufgenommen. Er weiß, dass er da gefoult wird. Das ist die Situation, da wirst du einfach gefoult. Da wird irgendeiner hält dich, dann fällst du hin, dann kriegst du den Freistoß. Der Schiri ist 2 Meter weg. Also Stefano Meyer jetzt beim Freistoß. Der schaut erstmal, wo könnte ich denn hinspielen. Da vorne, da würde sich Röse anbieten. Der geht jetzt auch in die Spitze dort vorne rein. Ah, und dann aber auf der linken Bahn. Jetzt schauen wir, kommt die Flanke. Ah, hinter das Tor, Eckball. Also, das sieht doch gut aus. Wie will stets 4-1 nach Recken. 4-1 nach Recken, ja, so schaut's aus. Der Mühe hat sie rausgeholt. Seine Freundin, die Marit Briesen, spielt ja beim FFC Fußball. Die ist übrigens Gladbach-Fan. Die kommt aus einem kleinen Ort da irgendwo in der Nähe. Da sind alle Gladbach-Fans. Also heute, ja, sind sie mal getrennt. Ansonsten drückt sie ja uns die Daumen. Wenn der Schatzi dann das Tor macht, wird sie auch glücklich sein. Muss sie sein. Ja.
Also, siehst du, was da hinten passiert? Ja, Benny bringt den Ball und da war fast der Mocky dran und der Nächste kommt. Also 5:1 für der OFC nach Ecken und jetzt wären wir empfänglich zur kurz vor der Halbzeit, 5,5 Minuten noch für das 1:0 für die Kickers. 40. Minute, der kurze Pfosten ist unbesetzt bei Gladbach. Der Röser ist noch da, bietet sich kurz an, ist auch gespielt. Röser bringt er den auf Mangafitsch. Ja, jetzt haben wir ihn ein bisschen verdattelt. Jetzt haben wir den. Manga macht das erst noch mal gut. Kriegt er den noch? Nein. Müller, Manga, zieh doch einfach mal ab. Ja, aufrotzen. Ja, einfach mal einrotzen. Ja, da vielleicht Angst vor der eigenen Courage. Jetzt aber Pintol. Der macht es mit dem Übersteiger, versucht dann links und gibt wieder. Einwurf gibt es. Einwurf OFC. Also der setzt sich jetzt erst einmal fest in der Gladbacher Hälfte. Und das ist mindestens viel gute Zeit wert. Ja, wir haben also zwischendrin mal Luft geholt, ist auch klar, weil 90 Minuten können auch wir, auch selbst wenn Rico sie trainiert, nicht durch. Powern, aber jetzt geht es weiter da vorne. Das ist Mangafitsch, sehe ich den. Bringt die Flanke ganz, ganz weit. Da ist Vetter. Kriegt er den? Kann er den noch holen? Kriegt er den. Pass auf, der Vetter macht das Eckball für den OFC. Also ein wahres Powerplay. Mike Vetter, meine Güte, auch ein richtig gutes Spiel. Er, alle unsere Jungs. 42, 41, knapp 42 Minuten gespielt. Eckballverhältnis 6:1. Das spricht ein wenig Bände hier, die Gladbacher. Die haben sich das, glaube ich, deutlich lustiger vorgestellt hier in Offenbach. Die erste Halbzeit ist gebraucht für sie bisher. 41 Minuten gleich gespielt, noch 4 Minuten. Und jetzt, Leute, drückt die Daumen, fasst euch an die Nasenspitze, dass hier was passiert. Auf geht's, Kickers schießt ein Tor, brüllt ihr das ganze Stadion, alles steht hier und wartet auf das 1:0 für den OFC. In einem so psychologisch wichtigen Moment wie jetzt, kurz vor der Halbzeit, müsste es klingeln. Ins Fangnetz, aber warum denn auch nicht? Er rotzt ihn aus der Halbdrehung einfach mal drauf und hinten zischt er vorbei. Ein halber Millimeter mehr auf dem Schlappen, dann geht das Ding vielleicht in den Winkel. Du musst versuchen, es gibt Abschlag. Von Sommer, geil, geil, 41,5, 0:0 steht es hier. Der OFC doch leicht überlegen. Die Gladbacher, klar, spielen sie hier gefällig. Aber ich finde auch ein bisschen zum Teil lässig spielen sie hier. Lässig, lässig, lässig. In der OFC hängt sich voll rein. Hermann, und das ist Mocky, 15, 20 Meter, köpft den Ball auf Müller. Müller hier, hat er wunderbar abgelegt auf Kapek. Und dann kommt die Kugel erst einmal aus der Höhe. Vetter setzt sich da durch, obwohl er dort festgesetzt wird. Foul! Foulspiel, habe ich gesehen! Freistoß! Kurz vor dem Strafraum. Donnerschlag, das ist jetzt die Möglichkeit für Kickers Offenbach. Knapp 3 Minuten noch bis zur Halbzeit. Gelb gibt's für Gladbach. Und das ist jetzt die Chance. Und ich denke, Benjamin Pintol, Mr. Zuckerfuß, oder wer wird's machen? Keine Ahnung, weil er ist ja von der eigentlichen Linksfuß und der Theo, der ist ja leider nicht da. Aber der Benni, der könnte ihn ja auch mal drüber schnippeln. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da Geld gesehen hat bei Gladbach. Ganz ehrlich, den müssen wir euch erst noch mal vorenthalten, weil da waren 3-4 Spieler und irgendeinem hat er sie vor die Nase gehalten. Ich weiß auch nicht, wer da gefoult hat. Das könnte Janschke gewesen sein, das könnte auch Brauers gewesen sein. Ich habe das Spiel sogar noch näher am Strafraum gesehen. Ja. Und da kann die Mauer wohl nicht stehen bleiben, denn das sind gerade mal 5 Meter. Und also die sind ja witzig. Ja, aber probieren kann man es ja. Wir wollen den Schaum sehen. Jetzt hat er sich gestellt. Los, mach den Schaum, Schiri Dinger. 50. Ja, aber wir haben Schaum auf dem Biberer Berg, oder nicht? Interessant auch, die Offenbacher bilden jetzt selbst eine Mauer vor dem Schützen. Und Benjamin Pintol, der Pokaltorschütze, schickt sich an jetzt mit dem Freistoß so kurz vor der Halbzeit. Vielleicht das 1:0 zu besorgen. Das wäre nach unserem Geschmack. Jetzt läuft er an, da kommt er. Noch, aber schön kurz gespielt, gestoppt, drüber geschnippelt. Sowas haben wir in etwa geahnt. Der Benny war es mit dem Freistoß. Abschlag Gladbach, 43 Minuten 20 hier gespielt, 0:0. Der OFC ist mehr als voll da. Hier ist kein Klassenunterschied. Also der Sky-Kollege, habe ich eben gerade gehört, spricht vom bemerkenswerten Auftritt von Gigas Offenbach. Von was denn sonst? Hier ist nicht mal ein Unterschied von erster zu zweiter Liga zu erkennen, aber schon gar nicht zur Regionalliga. Augenhöhe-Spiel hier, die erste Halbzeit. Der wirft ihm fast den Ball aus der Hand. Ja, gegen den Dritten der Bundesliga. Wenn das so bleibt, da gehe ich fast von aus. Dann werden die nächstes Jahr Champions League spielen. Auf sicher werden sie da spielen. Und bisher trotzen wir ihn hier ein 0:0 ab. 44 Minuten jetzt gespielt, die eine Minute noch Kramer zurück. Gespielt also auf Brauers, der raus auf Stranzl, der über die Mittellinie geht, hier auf der rechten Seite. Guckt er, wo spielt er hin? Zugestellt, der Müller, der hilft und ackert. Reingechippt, das war gut, Kruse im Strafraum. Jetzt noch einmal aufpassen, da sind sie, weg ist er, die Wurst. Nicht getroffen vom André mit dem linken Fuß. Da haben wir Glück gehabt, dass es nicht sein rechter war. Ein bisschen zu Fall.
Ja, nee, der war weggerutscht, der war da weggerutscht. Und Stolpert, aber im Geläuf kann es nicht gelegen sein. Nein, weil er kennt diese Stelle im Strafraum, da hat er oft genug einen Abschluss für den OFC gehabt. Unser also der Reiböder schreibt, heute sehen wir, dass Geld bei Fußballern nur eine relative Größe ist. 2,5 Millionen zu 160 Millionen. Kann, muss sich aber nicht in einem Spiel so klar auswirken. Bayern heute auch schwach mit Ribéry und Robben gegen Braunschweig und so weiter. Also der hört uns hier auch zu. Und jetzt gibt es den weiten Abstoß. Und so kurz vor der Halbzeit, 10 Sekunden offiziell noch zu spielen. Da durfte ich noch einmal, vielleicht im Vorwärtsgang, ja, über die rechte Seite. Pinto, genau! Aber da müssen die offenbar erstmal aufrücken, da hat er zu wenig neben sich. Muss er zurückspielen, das ist auch genau richtig, was er da jetzt macht. Und dann muss die Flanke kommen. Jetzt vielleicht Kapek auf der anderen Seite, ja, spielt jetzt auf der rechten Bahn. Ja, dann wird es zwar eng und enger. Halbzeit, 0-0. Riesen Applaus. Kickers Offenbach ist absolut geil im Spiel. Das macht mehr Appetit auf die zweite Halbzeit. Ja, gleich wird es weitergehen in Halbzeit Nummer 2. Und hier auf der Pressetribüne allenthalben große Respektbekundungen. Sei es von Sky, sei es von Gladbacher Seite. Das hat man sich anders vorgestellt und wir sind glücklich, Lutz. Absolut, wir können glücklich, zufrieden und auch stolz sein auf unsere Jungs, auf die Leistung der ersten Halbzeit hier. 6:1 nach Ecken, 0:0 nach Toren steht es hier und jeden Moment wird es hier weitergehen. Da unten anstoßen wir der OFC und Richtung Bieber spielen. Wechsel konnten wir jetzt keine ausmachen, macht auch keinen Sinn, weil bei uns ja ein ziemlich guter Guster am Laufen ist. Und bei den Gladbachern sehe ich auch nichts, außer dass, glaube ich, groß und frisches Trikot anhat. Aber ansonsten sieht das auch auf den ersten Blick aus, als wären die unverändert. So, weiter geht's. Dann nehmen wir auch hier die Zeit. So, erst einmal geht's aufs Bieberer Tor zu. Ja, so schaut's aus. Ein langer, langer Ball. Den kann der Janschke erst einmal nehmen. Der hat einen angeschossenen Einwurf für Gladbach, hat er dann auch gut gemacht. Der Mühe hat er irgendwie unten noch den Schlappen dazwischen gehabt. Einwurf Gladbach in der eigenen Hälfte. Rechte Verteidigerposition am Strafraum. Ja, da muss er erst einmal gucken, wo bietet sich denn einer an. Wirft den weit, weit nach vorne und da sind wir sofort wieder dazwischen und dabei. Und jetzt versuchen sie es mit dem weiten Schlag. Kriegen sie nicht, der Ball geht aus. Einwurf OFC von der Mittellinie. Ziemlich genau von der Mittellinie. Dennis Mangafic da jetzt, der jetzt vor der roten Wand da drüben, die diese geile Choreo vorhin uns gezeigt haben, einwerfen wird. Ja genau, und der OFC dort am Spielgerät, das sieht erst einmal gut aus. Auch wenn der dann doch ein bisschen zu weit ist, da kommen die offenbar nicht mehr dran. Naja, Müller, der beißt sich da erstmal fest. Allerdings wird es Abstoß geben am Gladbacher Tor. Ja, jetzt haben wir auch die Gladbacher mal ein bisschen gehört dort hinten. Ansonsten, wie auch auf den Rängen hier, der OFC auch auf dem Platz, die etwas spielbestimmendere Mannschaft in Halbzeit Nummer 1. Was hat er jetzt durchgesagt? Irgendwas von Monika, hat jemand was verloren? Keine Ahnung. Mama Monika hat man halt irgendwas verloren. Keine Ahnung. So, schauen wir mal, Gladbach kommt hier. Hazard auf der halben Seite. Wendt jetzt vor unserer Seite. Der Hermann ins Spiel gegen Vetter. Dreht sich 1, 2, 3 mal. Und Vetters Fuß dazwischen. Einwurf Gladbach. Hermann überlässt das da mal Wendt. Ist das der Sohn von Benny Wendt? Das kann ich hier ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich glaube, Wendt ist kein so unüblicher Name in Schweden. Das könnte schon der Enkelsohn sein von Benny Wendt. Nein, nein, Benny Wendt hat in den 70ern gespielt. Das könnte schon sein, dass es so und so, aber vielleicht ist es ja ein Sohn, aber ich wüsste jetzt nicht. Aber wir können es ja mal googeln, der Wendt. Kaiserslautern und Tennis Borussia Berlin. Ja. Blondschopf. Das ist der Röser. Ja, der Röser hat es versucht, mal an ihm vorbeizugehen. Ja, der ja hier mit dem dicken Auto im Moment unterwegs ist, ja. Und zwar hat er sich den Monster-Jeep von Schürrle geliehen, ja. Weil der Schürrle, der André Schürrle, ist ein alter Kumpel von ihm. Die haben früher in der Jugend in Ludwigshafen zusammen Fußball gespielt. Also hier ist nicht der Reichtum ausgebrochen. Er hat nur einen guten Freund, der in der Bundesliga spielt. Ja, Gladbach, das wird nichts, denn Eckes, der hat die Kugel aufgenommen. Ganz, ganz souverän. Mit einer großen Ruhe macht er das. Übrigens, er hat entgegen vieler anderen kein Shirt unten drunter mit langen Ärmeln. Nein. Er als Torwart, der eigentlich, ja, er ist ja gerade nicht derjenige, der die wenigsten Laufmeter macht. Aber er ist mit nackten Oberkörper nicht, nackten aber Armen, mit nackten Armen. So schaut's aus. Nein, hat aber, glaube ich, zu Weihnachten hat er eine neue Wurzelbürste bekommen. Das heißt, er kann die Ellbogen wieder freischrubben nachher. Ja, da wurde der Blecki doch gefault, na klar. Oder ihm am Leiberl zupft. Also gut, jetzt gibt es Freistoß für den OFC hier auf der halbrechten Verbindung. Jasula legt die Kugel hin. Modica, der soll dann den Freistoß schlagen. Und der OFC, der rückt natürlich wieder auf nach vorne. Will also nichts verändern am Konzept. Warum auch? Na, weshalb auch? Bisher sah das ja gut aus und... Ganz ehrlich, wir haben nach wie vor nichts zu verlieren hier. Ja, wir können hier nur gewinnen und sei es Respekt, die Anerkennung von Rest Deutschland. So, Röser, Vetter
Auf der rechten Seite versuchen sie, wühlen sie da. Vetter hat am Ende den Ball. Guckt, der zieht der Mann in die Mitte. Guckt, der schön zurückgespielt auf Meier. Der sagt immer noch, ei, da wollte er durchstecken auf den Benny. Und jetzt aber Gladbach, aufpassen, aufpassen. Jetzt kontern sie, jetzt schwärmen sie aus. Aber der Große musste erst mal abdrehen. Und Foulspiel. Nein, das war ein Foulspiel. Da hat aber der Große den Benny noch ein bisschen gezupfelt und gehakelt mit dem Bein. Was gibt jetzt? Jetzt gibt's Freistoß. Jetzt pfeift der Freistoß. Scheiße, Mensch. Also jetzt wären wir schön am Ball gewesen. Ja, da wären wir schön. Und vorher haben wir das anders gesehen. Na gut, was soll's? Gladbach kommt über die linke Seite. Ja, Rico Schmidt schaut sich das hier an. Direkt in seine Reichweite. Jasula. Ah, Vetter, und der haut die Kugel erstmal raus. Muss er, na, so wird gespielt. Fertig, die müssen erstmal kontrollieren. Da hinten, das ist Brauers. Der ist der Publikumsliebling in Gladbach. Ja, ist er. Ja, die haben der viele Publikumslieblinge, glaube ich, momentan. Nee, Janschke, der Reul, glaube ich, da wird immer so lange der Name gerufen. Sowas habe ich mal gehört in Gladbach. Also der Brauers ist da wohl ein erwachsener, also erfahrener Abwehrspieler. Der ist da seit langen, langen Jahren in Gladbach. So, die kommen jetzt über rechts mit der 26. Hazard ist das. Ja, Capo ist dazwischen. Ball erst einmal im Aus. Angriffsversuch abgeblockt. Kramer, Chip raus. Einwurf wird gleich kommen. Schauen wir mal. Vor Block 1 an der Grenze zu Block 2. Der Einwurf. Spieler auf Kruse. In Rechtsaußenposition. Nach innen gespielt. Nein, Mocky, pass auf. Fort die Wurst. So schaut's aus. Den konnte der Mühe nicht kriegen. Da war der Stranzl schneller dran. Ja, jetzt sehen sie doch ein bisschen mehr zu, dass sie uns hier in Not bringen. Und da sind sie im Strafraum. Oh, jetzt passiert. Gefährlich. Nein, da war die Hacke von Vetter. War also wunderbar geblockt hier vom OFC. Ja, hat sich Mike Vetter dazwischen gestellt. Eckball. Und jetzt gibt es Eckball für Gladbach. Das ist der zweite. Ja. Dem gegenüber stehen 6 auf Offenbacher Seite. Ja. Also das ist immer das, was ich sage. Wenn die sich einmal mit ihrem Spiel da zack, zack, zack durchspielen, dann kann es natürlich nicht jello brennen, eben was die Hacke von Vetter. Und jetzt passen wir auf die Ecke. Mit rechts, sie wird weggetreten werden vom Tor. Gucken wir, voll versammelt. Der Ball kommt 5 Meter rauf. Handspiel, 11 Meter. Klares Handspiel. Klares Handspiel. Er sagt, er wurde gestummt. Auf offenbarer Seite. Der Müller war es. Er sagt, er wurde gestummt. Er sagt, er wurde von hinten gestummt. Kann ich von hier nicht sehen, aber es war klar zu sehen. Ja, der Lars guckt noch einmal. Also an dem Handspiel gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das war der Müller, der wird auch noch gelb sehen. Ja, aber er sagt, er wurde von hinten gestummt. Das kann natürlich sein. Die Körperhaltung sah also wirklich sehr, sehr komisch aus. Ja, war aber natürlich klares Handspiel, klar. War ein klares Handspiel. Also gut, dann muss Eckes jetzt die Kugel halten. Ja, gegen Kruse, warum nicht? Der Eckes ist ein Killer. Den kann er schon mal holen, den Ball. Kruse mit links. Das ist jetzt natürlich eine echte Schocksekunde. Ja. 6 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Und das wäre natürlich eine dumme Geschichte, durch so ein Ding jetzt in Rückstand zu geraten. Aber wir wollen es nicht beschreien. Ganz im Gegenteil. Weil Eckes hole die einfach. Eckes muss die Kugel holen. Warum? Weil es einfach so sein muss. Es muss so sein. Kruse mit den Schießen mit links. Das ist die Gladbacher Nummer 10. Läuft er zurück. 3, 4 Schritte. Aber der Schiri, der hat hier erstmal noch zu tun, bis es hier überhaupt losgehen kann. Ist noch lange nicht so weit. Jetzt, glaube ich, gibt er gleich den Ball frei. 5-Konzert auf Offenbacher Seite. Und Kruse läuft an und Eckes. Nein, er war in der Ecke, aber hat ihn nicht. Für Gladbach. In so ein die Ecke von Eckes aus. Er springt hin, ich glaube, er war mit dem Fingerchen noch dran. Aber er war zu hart und platziert geschossen. 0-1, Kruse Handelfmeter. Ja, jetzt ist das passiert, was eigentlich nicht hätte passieren sollen. Gladbach das hätten wir uns auf der anderen Seite gewünscht. Genau so eine dumme Situation. Jetzt bin ich gespannt und jetzt muss der OFC natürlich noch weiter offensiv spielen. Ich sag mal, es ist ein Pokalspiel, scheiß auf irgendwas, wir müssen hier nichts verwalten. Jetzt müssen wir halt gucken, was ist und allerspätestens die letzten Viertelstunde, 20 Minuten müssen wir halt hier hopp oder top spielen, wenn es dann noch 0-1 spielt. Das ist so, aber es ist natürlich denkbar ungünstig gelaufen jetzt. Eine komische Situation, hinter uns sagte einer, der eigene Mann war es, der ihn gestummt hat. Also es war dumm, es war unglücklich, also dumm nicht eben. Also es war halt unglücklich gelaufen, aber es war klar, das Handspiel. Sowas von klar, da gibt es keine zwei Meinungen, da muss man auch nichts interpretieren, da muss man auch keine Körperhaltungen sehen. Es hat Batsch gemacht bis hierher, weil es war Totenstille im Stadion bei dem Eckball. Oh, jetzt hört man die Gladbacher Fans auch mal singen. Also rot-weiße Grüße aus dem sonnigen San Diego in Kalifornien. Ich würde trotzdem lieber im kalten, nassen Offenbach im Block stehen, als Fanradio im Büro zu hören, schreibt der Valentin Kaiser hiermit ausgerichtet. Und Nils Eiche, der schreibt, jetzt gucken wir erst mal, was die Gladbacher machen, denn die kommen wieder über die rechte Seite.
Ja, das spielen die natürlich in die Karten. Und das, Lutz, da haben wir uns immer drüber lustig gemacht. Das war schon ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt für Gladbach. Absolut, ja. Denn so kurz nach der Halbzeit, besser geht es eigentlich nicht. Nein, ist so. Weil wenn wir in der Zeit das Tor machen, dann wird, glaube ich, Gladbach ein bisschen ungemütlich so für sich. Dann wären sie noch angepisster gewesen. Aber so führen sie halt durch das Ding. Und Gladbach, wenn sie eins können, dann ist das richtig gut kontern. Das muss man halt so sehen. Spiel machen ist nicht ganz so ihre Sache, aber kontern, das können sie halt richtig gut. Und bei 1-0 Führung, klar, wir können jetzt nicht in den Strafraum stellen und sagen, ach, wir verwalten jetzt nach 0-1. Sieht ja gut aus, weil ich sage, es ist ein Pokalspiel, scheiß drauf. Wenn wir noch einen schlucken, dann schlucken wir halt noch einen. Ja, das macht ja dann auch nichts. Das macht den Kohl nicht fett, aber... Aber es geht nur so, dass man offensiv weiterspielt. Natürlich, erst einmal Gladbach, aber die kommen natürlich, haben jetzt auch Wind, Mocky ist da, schießt den Gladbacher an. Gibt es einen Eckball? Ja doch, gibt Eckball. Hat ihn nicht mal angeschossen, hat, glaube ich, sich selber angeschossen. Also Nils Eiche schreibt, ich sitze gerade in der Regionalbahn auf dem Weg zu meiner Freundin nach Hause. Und er will uns mal losbrüllen hören bei einem Tor auf geht's Kickers. Euer Nils Eiche. Ja, aber im Moment steht es erstmal 1-0 für Gladbach. Jetzt gibt es auch Ecke noch für Gladbach. 6-3 nach Ecke. Ja, so sieht's aus. Die kommt gleich. Wieder gleiche Situation. Diesmal köpft in der Mocky aber raus. Aber Gladbach wieder am Strafraum sind sie da. Der Röser versucht das nochmal zu stören. Das ist Schaka, der auf links läuft. Und ein Einwurf. Einwurf haben wir geholt. Vetter beeilt sich jetzt ein bisschen. Also Hektik müssen wir noch nicht machen. Die letzten 5 Minuten sind noch lange nicht angebrochen. Aber es ist halt so, wirklich zweite Halbzeit gehört bisher nur Borussia Mönchengladbach, dem, ich glaube, fünffachen deutschen Meister in den 70ern. Da haben sie sich ja abgewechselt mit dem FC Bayern. Seitdem war er weniger, macht aber nichts. Wir müssen versuchen, ins Spiel zu kommen. Oh, schön gemacht. Die auf engstem Raum beißen sie. Oh, jetzt wird Pintol hier umgerissen. Ja. Also, Freistoß, OFC. Modega, komm, rüber auf die andere Seite. Genau da muss er hinkommen. Kapek, erst einmal abgestoppt, das Spielgerät. Und dann, weitergeleitet. Auf der linken Seite, jetzt vielleicht die Flanke in die Mitte rein. Ja, wird es kurz versucht auf dem Kurzpass. Spiel. Blecki schwarz, aber dann die Gladbacher. Und jetzt wieder aufpassen. Kruse da, gibt er gut durch. Das ist es halt zack, zack, zack. Da gehen die Wege. Hermann über halb links. Große, große Schritte. Schön gespielt, aber aufpassen. Vetter, aber da ist auch wieder Wendt am Strafraum. Flanke kommt. Abgefälscht. Da gibt es einen Eckball. Den nächsten Eckball gibt es. Ja, das ist es halt. Das geht zack, zack. So schnell können wir hier kaum gucken. So schnell kannst du kaum hier mitmoderieren, wie das Ding hier vorgespielt wird. Eckball ist schon ausgeführt. Da auf der rechten Angriffsseite gespielt. Am Strafraum Eck ist er. Den Strafraum jetzt sind sie am Laufen, die Gladbacher, und André Hahn ist es, der den Ball in die Gladbacher Sitz, in den Sitzblock reinschießt da oben. Also so sehr wir ihn mögen und schätzen und lieben, bis jetzt kam er nicht richtig zur Entfaltung, auch gut zugedeckt von Mangafitsch. Absolut. André Hahn hat hier keine großen Akzente setzen können. Es hat hier, außer diesem Eckball, der an die Hand geflogen ist, gab es hier bisher keine großen Akzente, dass danach jetzt Gladbach Oberwasser hat, ist normal. Aber bis dahin, ganz ehrlich, war der OFC die bessere Mannschaft. Dann kriegen wir ein saudummes 0-1. Bin ich wieder so weit, unverdient. Das ist uninteressant, weil ich ärgere mich genauso über eine unverdiente Niederlage, wie ich mich freue über eine unverdiente. Es ist umso schöner, dann nochmal gegen so einen Bundesligisten ein 0-1 aufgeholt zu haben. Das ist richtig. Und da wird der Mühe aber richtig umgemacht vom Schaka. Und er holt sich jetzt auch die gelbe Karte ab. Und mit was? Mit Recht. Ja, gelb Schaka, das habe ich gesehen vor unserer Nase. Hat er den ordentlich abgeräumt hier, den Mühe. Und wir kriegen Freistoß. Ja, Matthias Göh schreibt, Grüße aus Mailand. Ich wollte das ARD-Bild und euren Kommentar bereichern. Doch im Ausland darf man keinen Stream nicht sehen. So ein Käse macht ihr ein Glück. Nicht, ihr seid weltweit empfangbar und internationales Aushängeschild der Kickers. Danke dafür. Wir schaffen das noch. Comeback in der 7. Minute der Nachspielzeit. 1-1 und 2-1. Herzliche Grüße, Matthias Göbel. Hätten wir nichts dagegen. Hätten wir gar nichts dagegen. Habe ich auch dem Capo ja gesagt, dass er in der Nachspielzeit ein Tor erzielt. Ich habe zwar vom 1-0 gesprochen, das wird es nicht mehr, aber schauen wir mal. Vetter am Strafraum, Casula spielt ihn gleich rein. Mühe ist im Strafraum. Ein Haken, zwei, zieht er ab, schießt ihn, glaube ich, an. Eckball, Freunde. Also, wir sind wieder da, Freunde. Und jetzt tobt natürlich auch das Stadion wieder. Also wollen wir gucken, Lutz, das wäre jetzt auch ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt, den Ausgleich zu markieren. Ja, natürlich, wir könnten ja auch irgendeinen an die Hand schießen, den Ball. Der Zuckerfuß, der Benny Pintol, Fußballgott, der wird es machen. Von der rechten Seite mit rechts wegdrehen den Ball, mächtiges Getümmel. Wirklich alle sind im Strafraum, bis hinten auf Meier. Kommt zu kurz, abzieht, schwarz, noch einmal Mangafitsch. Flach geblockt, jetzt müssen wir aufpassen, ausschwärmen, Meier. Irgendwie hat er den Fuß dazwischen. Casula, klasse, sensationell, Abseitskappe, glaube ich nicht, glaube ich im Leben nicht.
dass der Kaputt da im Abseits war. Wie kann denn das Abseits sein? Da geht die Fahne verdammt schnell hoch bei diesen Diagonalpässen, aber gut. Also, der Folgerichter schreibt, da geht noch was. Wir haben schon ganz andere Dinge umgebogen. Grüße aus Brisbane in Australien. Ja, und Gladbach hinten, Kramer, fast als Libro, Brauers ist es hintenrum. Spielen Sie, das können Sie jetzt auch. Jetzt müssen Sie kein Tor mehr schießen, weil das haben Sie durch einen Handelfmeter von Kruse in der 52. Minute. Und der Ball, der rutscht durch zu Daniel Endres. OFC ist wieder am Ball, 58,5 Minuten hier gespielt, 0-1. Aber der OFC, der war nur 2-3 Minuten hier beeindruckt, schockiert will ich gar nicht sagen, sagen wir mal beeindruckt. Und dann haben wir uns wieder zurückgespielt, einen Eckball rausgeholt, auch Möglichkeiten da vorne, der Mühe im Strafraum. Also hier ist noch lange nicht Schluss, dieser Abend ist noch nicht vorbei. Also da müssen die Gladbacher uns schon ein zweites reinsetzen, dass ich sage, ja, jetzt können sie beruhigt sein, bis dahin. Reichen sein Ding und da hinten, passt aufgepasst, der Wendt hat er Probleme. Casula steigt hoch in der Mittellinie, wieder hat er rausgeköpft und Pintol holt den Ball, holt ihn auf der rechten Seite. Kurz gespielt, aber da war André Hahn dazwischen und kann sich erst einmal befreien. Auf Hermann gespielt, in der eigenen Hälfte geht er jetzt über die Mittellinie auf der rechten Seite. Große Schritte, ganz rechts rausgespielt auf die 24. Janschke ist das, der rechte Verteidiger. Und das war wieder ein Fehlpass im Aufbau. Meier passt auf. Es gibt Einwurf für Gladbach fast an der Eckfahne. Ja, also 1-0 steht nach dem Treffer direkt nach der Halbzeit. 11 Meter. Das war sehr, sehr seltsam. Aber natürlich war der Ball an der Hand. Die Frage ist ja nur, was ging da dem voraus? Ja. Aber gut, wir konnten es nicht genau sehen. Jetzt Gladbach noch einmal, aber das wird nie und nimmer etwas. Da geht der Ball ins Fangnetz. Und da ist er uns am liebsten. Da kann er gerne bleiben, weil wir haben noch zwei, drei andere, mit denen wir weiterspielen können. Daniel Endres hat ihn zum Abschlag den Ball. Gleich sind hier 60 Minuten gespielt in 10 Sekunden. Dann ist eine Stunde rum. 0-1, Handelfmeter. Kruse, das war dumm, aber trotzdem ist der OFC komplett im Spiel hier. Eine riesen, riesen Leistung unserer Jungs hier, muss man sagen. Eine Stunde hier absolut getrotzt, ebenbürtig gegen den Erstligisten, gegen den Dritten, gegen den künftigen Champions League Teilnehmer. Und da ist Kramer im Mittelfeld, muss er mal auf den Ball steigen und wieder zurückspielen. Das mussten sie oft, 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 weil vorne die Anspielstation nicht wirklich da war, weil es unsere Jungs auch richtig gut machen. Sich gut staffeln, die Räume gut zustellen und ganz, ganz beherzt spielen, wie jetzt Vetter, der den Ball nach vorne schlägt. Eieiei, fast hätten der Schacker gar nicht gekriegt, da hätte er Mühe rankommen können. Der Unglücksrabe, ich sag's mal Unglücksrabe, weil irgendwie wurde er gestummt, das hat man schon gesehen, weil so komisch stand er da. Aber wir wissen nicht, war es ein eigener Mann vielleicht, war es ein Gladbacher, was war es? Oh, hier gibt es jetzt hier eine Verletzungsunterbrechung, ganz klar. Schacker ist das. Ja, ja, der muss wohl behandelt werden. Was war denn da? Der war ja weit und breit keiner bei ihm. Nee, der hat bei diesem Rettungsversuch, da der bei diesem Ballannahmeversuch, hat er sich irgendwie, glaube ich, dappisch irgendwie verdreht. Keine Ahnung. Gut, der Block sagt Hubschrauber-Einsatz. Also so weit, dass hier der Nothubschrauber landen muss, ist es noch nicht. Wir haben, glaube ich, noch eine alte Trage aus dem Jahr 1952 gefunden. Die könnten wir notfalls nehmen, wenn nicht die Griffe abrosten und er am Ende auf den Rasen fällt. Aber ich denke mal, es geht weiter für den Kameraden Schaka, Granit Schaka. Gelb verwarnt ist er. Und hier unten trinken sie, der André und der Hazard. Ja, jetzt gibt es hier Unterbrechung, das nutzen manche Offenbacher Fans hier, um ein Verbalduell anzustiften. Ja. Aber gut, Gladbacher kümmern sich mehr um ihre Choreografie dort hinten. Also die hüpfen da, die haben ja auch Grund zu hüpfen, die haben ja Spaß. 20.500, was für eine Überraschung. Aber ja, beide sind ziemlich richtig getippt. Ja, du hast gewonnen, weil ich habe 501 gesagt. 20.500 Zuschauer. Warst wieder zu euphorisch. Ich war zu euphorisch, ja. Also, ich habe das genau gesehen, dass das 20.5 ist. Natürlich. Ball wieder im Spiel, war aber Jan Sommer eben ein im Schweizer Nationaltorwart. Gladbacher bauen auf, lassen den Ball jetzt hinten durch die Abwehrreihen laufen, nehmen ihren Torwart. Ganz in Giftgrün gekleidet ist er da, der Jan Sommer. Ecke ist übrigens in Blau, diesem dunklen Blau, seinem Elfmeter-Killer-Blau. Hätten ja auch fast gehabt, den Elfer von Kroos. Also er ist ins rechte Richtige, sein linkes Eck gesprungen. Im Moment der OFC noch in Überzahl, denn immer noch steht Schacker draußen. Er kriegt keine Freigabe, hier wieder ins Feld zu kommen, obwohl Favre hier schon gewunken hat. Aber der Schiri, der sieht das nicht. Kroos ist zu dreckig. Es geht immer weiter. Also der OFC immer noch im Ballbesitz. Also das, vielleicht sollte man die Feldüberlegenheit, die zahlenmäßig ist, zumindest jetzt noch einmal nutzen. Oh, griechisch-römisch. Da wird Vetter hier unterlaufen. Und es gibt Freistoß für Gladbach.
Also der André Hahn mit 8 Meter Anlauf rutscht er noch 4 Meter über den Platz, ja, räumt den Vetter fast ab. Gleich wird Fabi Becker übrigens kommen, der Ex-Gladbacher, der kennt sie ja. Der hat ja eine Monster-Bilanz für die Borussen. 2 Bundesligaspiele, 1 Tor hat er gemacht. Der effizienteste Stürmer für Gladbach aller Zeiten. Ja, also der Mühe, der geht. Jetzt Fabi Becker, da bin ich gespannt. Wenn ausgerechnet Fabi, der Ex-Gladbacher, hier den Gladbacher einen einschenkt. Hast du ja gesagt, dass der Fabi das nachher richtet. Also muss er ja erst mal kommen, um hier irgendwas zu richten. Aber es wird so sein, der Fabi geht, glaube ich, eins zurück und der Benny Pintol, der wird jetzt vorne Stoßstürmer spielen. Vorderste Spitze hat er ja auch schon oft genug gemacht. Und der Fabi Becker treibt sich dann so ein bisschen auf der Zehner rum. Ansonsten bleibt es taktisch gleich. Es bleibt auch so, dass der Mike Vetter sich den Ball da unten schön erkämpft hat. Gegen 3 macht er klasse immer noch. Schießt ihn an, holt ihn raus. Jawohl, hat er noch den Einwurf rausgeholt. Und schnell abgeworfen auf Blecki. Da hat es mit 2 zu tun. Die Gladbacher natürlich jetzt eng. Stehen sie dort im Mittelfeld. Jetzt Stockfehler. Blecki hat aufgepasst. Geht rechts raus auf Röser. Ja, da muss nochmal zurückgespielt werden. Mike Vetter, ausgesprochen gutes Spiel macht er. Blecki mit dem Kopf erst einmal verlängert. Oh, ja. Meine Herren. Da hat doch der Fabi nur ein bisschen gestummt. Der Arm war auch noch angelegt. Warum man sowas pfeift, also... Ja, Tim Wiese hätte er mit dem kleinen Stumper nicht aus den Füßen gehoben, ja. Aber gut, da ist er gefallen wie eine Feder, der Gladbacher, und es gab einen Freistoß. 64,5 Minuten gespielt, 1-0 für Gladbach, Handelfmeter Kruse nach 52 Minuten. Und der UFC ist trotzdem noch im Spiel. Die Gladbacher sind natürlich auch giftig und richtig jetzt. Ja, im Spielrhythmus drin, haben ja schon 8 Spiele absolviert, wenn der UFC hier in Kaltstart hinlegt. Absolut. Deshalb ist es wirklich hier das. Wenn das der Kaltstart ist, dann dürfen wir uns auf viel freuen. Ja, dann können wir uns auf die Runde aber freuen. Und ganz ehrlich, die ist mir auch viel, viel wichtiger als alles andere, dass wir versuchen, irgendwie aus dieser Liga rauszukommen, aus dieser vierten Liga, uns langsam aber sicher wieder hocharbeiten in den deutschen Ligen. Aber jetzt sind wir immer noch hier. Foulspiel an Blecki Schwarz. André Hahn hat dort Blecki ein bisschen torschiert und so gibt es Freistoß für den UFC. Ja, er wollte das Trikot jetzt schon tauschen, aber gut, der Blecki hat gesagt, später kriegst du es, jetzt nicht. So haben wir den Freistoß, den Benny Pintol dann treten wird. Aber er sagt, ja, der Schiedsrichter Dingert ruft ihn noch einmal 10 Meter zurück. Also dann sind wir hier schon bei 40, 45 Metern, die der Benny weg ist, 65 Minuten. Wir sind in der 66. Minute. Es wäre mal Zeit. Riesenstimmung hier von der Waldemar Kleintribüne, die hier rüber schwappt. Und da kommt der Freistoß, erst einmal vorne reingeschlagen. Gladbacher stehen dort, alle hinten drin, allesamt dort hinten. Ja. Also der UFC, der versucht sich ein bisschen einzuschnüren. Allerdings muss er jetzt auch erstmal neu aufbauen, hinten aus der eigenen Hälfte heraus. Kommt dann der öffnende Pass, Capo kriegt den noch tatsächlich. Ja, jetzt auf der Außen. Oh, jetzt soll Mocky im Abseits gewesen sein. Ich glaub's bald nicht mehr. Der Block 3 rastet völlig aus da drüben. Und ich fast mit. Meine Güte, du, wenn einer alleine irgendwo steht, sofort zack, Fahne hoch. Aber egal wann. Der Ball wurde eine Stunde vorher gespielt. Also viele Grüße aus Kopihi. Um kurz vor 4 sendet euch Tino Perschmann. Auch ich kann hier leider nicht sehen, aber ich bin glücklich, dass es euch gibt. Also ich bin wieder mit euch live dabei. Macht weiter so. Daumen drücken ist jetzt angesagt. Diese Grüße kamen vom Tino Perschmann aus Thailand. Ja, Grüße nach Thailand. Und der Mocky mit Magavic wird aber dazugestellt. Sofort gepresst, rausgeschlagen der Ball. Und Fabi Becker dreht sich da gegen 2. Macht er erst einmal gut. Kann den Ball behaupten. Rausgespielt auf Capo. Seinen Spätzl aus der Fahrgemeinschaft. Ja, Capo dreht sich erst einmal, muss gucken, was er macht. Spielt ganz zurück auf Mocky, der fast am Mittelpunkt steht. Es ist interessant, dass die Gladbacher jetzt so tief stehen. Die stehen tief, ja, die verteidigen jetzt. Die wissen auch, hier dürfen wir nicht viel Platz lassen. Und dann wollen sie natürlich kontern, klar. Die wollen OFC locken, dass wir immer weiter vorgehen. Jetzt schön, das ist der Röser rechts aus, hat ein bisschen Platz. Wird überholt, rutscht er leider weg. Und Hazard hier auf der linken Seite hat jetzt ein bisschen Platz. Nimmt sofort Fahrt auf, muss in die Mitte ziehen. Noch in der eigenen Hälfte geht er jetzt über die Mittellinie. Spielt erst einmal quer auf Schaka. Links rausgespielt, das ist André Hahn. Müsste das sein, ja, das ist die Körperhaltung von unserem André. 1-2 Haken, zieht aber wieder zurück. Muss ganz zurückziehen und Kramer zentral. Schön rausgespielt. Der war aber abseits. Und das winkt er nicht. Kommt die Flanke, Strafraum Kramer. Rausgeköpft erst einmal von Meier. Und jetzt Fernschuss geblockt, Eckball wird es geben. Ich meine, der war im Abseits und da winkt er nicht. Sascha Korb wird gleich kommen. Das war Abseits, denke ich aber auch. So, jetzt wird gleich Sascha Korb noch kommen. Ah, das ist ja auch eine richtige Kampfsau nochmal. Ja. Sascha Korb, der wird auch noch ein bisschen pflügen. Ich vermute mal, dass er hinterher den Röser rausnimmt.
und dass der Mangafitsch vorne rechts spielen wird und der Sascha Korb hinten links. Das ist mein Tipp, dass der Röser sich mitgelaufen hat. Mocky aber erst einmal rausgeköpft. Fabi Becker kann er den vorne erst einmal halten. Foulspiel gepfiffen. Ja, Herr Wendt, das war ein Foul. Der Fuß geht hoch. Er hat's doch geahndet. Ja, hat er ja, weil der Wendt da was raus haben wollte. Ja. Meine Güte. Ja. Also, Casula mit dem Pass nach vorne auf genau diesen Fabi Becker aus Gladbach kam er. Ja, ja, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Der kann heute der Joker werden. Der kann heute. Ah, Blacky, er kämpft das Ding. Der Casula ist dabei, was gibt's? Einwurf, aber ja, für Gladbach, der winkt für Gladbach, der kennt nur eine Richtung da drüben. 68,5 Minuten gespielt, 0-1, Handelfmeter, große 52. Dabbisches Ding nach einer Ecke, Kontermü, irgendwie nichts dazu, glaube ich. Er wurde gestummt, wir wissen nur nicht von wem, wir wissen nicht, war es ein Gladbacher, war es irgendein dabbisches Ding von uns selber. Aber das Handspiel, das war unzweifelhaft. Also wenn man bedenkt, dass wir das letzte Spiel in einer Klasse mit Gladbach zusammen 7-1 verloren haben. Ja, ja, das war eine andere Nummer. Da muss man sagen, der OFC heute in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Ja. Und absolut auf Augenhöhe steht es jetzt. Nach wie vor auf Augenhöhe. Ja, ja. Ja, und wir müssen halt aufpassen. Das ist auch ein ganz schmaler Ritt, den wir haben. Diese extrem stark konterten Gladbacher, denen darfst du nicht zu viel Raum geben. Aber wir dürfen uns auch nicht nur hinten reinigeln und ein 0-1 verwalten. Weil dann ärgern sich die Jungs den Rest ihres Lebens drüber. Das ist nicht gar versuchbar. Nichts. Und wunderbar gemacht von Mike Vetter. Da muss André Hahn auch gar nicht reklamieren. Das hat er wunderbar gemacht, der Mike Vetter. Da war nichts. Also jetzt die Gladbacher. Da kommen sie aus der zentralen Position heraus. Casula, der beißt schon wieder zu. Ja, der Weltmeister Kramer war es, der aber zurück auf Stranzel spielen muss. Fabi Becker geht drauf. Ja, Kruse, Mangafitsch, geköpft er nach hinten. Da war er nicht ganz kontrolliert, eben der Ball. Einwurf, Gladbach Mitte, der Kickers Hälfte von der rechten Seite. Gleich sind hier 70 Minuten gespielt, 20 Minuten noch zu gehen. Sascha Korb ist bereits umgezogen da unten neben Rico Schmidt und er wird ihm auch gleich sagen, was er zu machen hat. Mal gucken, wen er auswechselt, ob vielleicht der Manga müde ist, ich weiß es nicht. Oder ob der Röser müde ist, was er macht. Lassen wir uns überraschen, weil der Rico, er macht immer irgendwie das Richtige, habe ich das Gefühl. Das wird er heute auch machen, weil auch Fabi Becker hat ja schon Wind gebracht. Und Gladbach kommt über rechts da. Hermann ist das. Zieht in die Mitte, muss wieder abdrehen. Schaka versucht ihm da zu helfen, immer noch am Ball. Gezupft von Meier, ja, aber Vorteil. Kramer schön auf Große durchgesteckt, Mocky ist aber da. Kann er den Ball holen? Holt ihn noch, jetzt gibt es einen Eckball. Also Eckball für Gladbach, schade. Holen wir uns auf, 7-6 noch für den OFC nach Ecken, 0-1 nach Toren. Ja. Aber man muss natürlich schon sagen, dass in der zweiten Halbzeit der OFC da selten jetzt vorne vom Tor auftaucht. Aber ganz klar, die Möglichkeiten sind immer da. Ja. Jetzt aber erst einmal die Möglichkeit für Gladbach mit dem Eckball. Ah, von der rechten Seite kommt jetzt reingeflogen. Und dann muss es, ja, hat er gepfiffen. Ja, ja, ja. Stürmerfaul. Ja, schauen wir mal, wer wurde. Mocky wurde. Jetzt kommt Sascha Korb ins Spiel. Und Johnson kommt. Und Röser geht. Habe ich Ahnung oder habe ich Ahnung? Natürlich. Ja, ich meine, sage, ja, was heißt Ahnung? Weil wenn du die Aufstellung machst, dann weißt du auch, wen du da bringst. Ne? Natürlich. Und was habe ich gesagt? Manga geht rechts vorne hin. Sascha Korb hinten links. So schaut's aus. In Gladbach wird gleich Johnson kommen. Auch ein spannender Junge. Gibt's manchmal Diskussion oder macht der Rico einfach das, was du ihm sagst? Dann? Nein, er macht das schon, ja. Weil er weiß ja, wenn er es nicht macht, dann mache ich eine ganz doofe Zeichnung von ihm. Ja. Ja, und er will ja schön aussehen. Also. Dann male ich ihm einen Hängehintern, du verstehst? Das will er nicht. Das will auch die Damenwelt nicht. Ja, ich glaube, die wollen jetzt natürlich erstmal aus einer kontrollierten Defensive heraus hier agieren. Ah, oh, der Vetter, wie er den holt, den Ball, klasse. Aber schön gemacht, der OFC, wunderbar. Immer noch mit großer Moral hier auf dem Feld, Pintol. Zieht jetzt ein bisschen in die Mitte. Erstmal die Seite gewechselt. Ja, 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 haben wir. Und da ist er doch, Sascha Korb, der Neuangewechselte. Mit seinen signalgelben Schuhen rausgelegt auf die linke Bahn. Kapek, ja, muss erstmal auf den richtigen Schlappen legen. Und Eckball. Eckball, Eckball für den OFC. Und da wird es wieder laut hier. 8-6 nach Ecken. 8-6 nach Ecken, ihr Lieben. Wir haben gegen den Dritten der Bundesliga 8 Ecken rausgespielt. Das klappt teilweise in der Liga nicht. So, jetzt haben wir Benny Pintol von der linken Seite mit rechts. Dreht er sich jetzt aufs Tor zu. Vollversammlung im Strafraum da. Gucken, wo er hinkommt. Kommt auf den Elferpunkt. Ah, zu kurz. Stranzel geht aber jetzt raus. Pass auf, Sascha Korb. Erstmal mit dem Kopf versucht zu verlängern. Jetzt aber schwärmen sie wieder aus. Jetzt müssen wir aufpassen, wach sein. Über rechts kommen sie. Drei Leute haben überholt. Der vierte ist schon da. Der Ball kommt. Vetter dazwischen. Grätsch die Hulla weg zum Einwurf. Und jetzt kommt ihr Roten zurück.
Vettel nächster hatte ursprünglich Wechsel. Auch ein rotes Trikot an, ja. Aber das ist alles schwarz mittlerweile. Hier alles auf die Hose. Schwarz gegrätscht. So, Hahn geht. André Hahn muss vom Feld, hat auch keine großen Aktionen Nein. gehabt. Manga hat ihn da gut zugemacht. Ja. Und da ohne kommt Fabian Johnson. Ja, der ist ein US-Nationalspieler. Könnte man so annehmen, alles völlig normal. Aber der Junge, der ist in München geboren und er hat sämtliche U-Nationalmannschaften von Deutschland durchlaufen. Ja. Bis ihn an der Clean-Sieg geholt hat. Ja gut, aber heute wird er auch keinen Stich machen. Dafür ist der Manga zu stark. Eben. Nein, der Manga spielt jetzt rechts vorne, Lars. So, jetzt muss der Sascha stark zu stark sein. Ist der Sascha halt. Ja. Okay, also dann brät ihn der Sascha ab. So, jetzt kommen sie mit Wendt über die linke Seite. Der dreht sich aber erst einmal ein bisschen zurück. Schakka. Auch Dreh- und Angelpunkt. Zu kurz. Oh, aufpassen. Ei. Weg, Freunde. Wendt gibt rein. Jetzt wird es eng. Die Gladbacher kommen gefährlich und das ist es. Nein! Oh. Artistisch der Hermann. Zeitfall, Flugzieher. Irgendwas war das. Es sah geil aus. Aber es war am Ende brotlos, weil er hämmert ihn dann doch hinten aus Spitzenwinkel einen Meter übers Tor. Aber da hast du es gesehen. Zack, zack, zack geht's da mal, wenn sie ein bisschen Platz und Raum haben. Da ist halt dann doch der Unterschied einmal zu sehen. Aber bisher trotzen wir diesen Unterschied. Wir machen ihn wett, ja. Also, und wir sind noch da. 16 Minuten haben wir noch hier, das Ding umzubiegen. Und die Nummer 16, die ist jetzt am Spielgerät. Das ist nämlich Daniel Eckes-Endres. Der hat abgeschlagen. Und jetzt erst einmal Modica. Ja, hoch das Spielgerät. Pintol verlängert auf Kappek. Der hat es jetzt auf die rechte Seite wieder verschlagen. Freistoß. Ja, Freistoß. 10 Yards Raumgewinn. Da hat er den Fabi aber ordentlich umgemacht. Du. Aber heiliger Strohsack hat er ihn da umgemacht. Wie mit ihrem Ex-Kollegen umgehen. Ja, und jetzt gibt es noch Karten. Ja, gelb. Brauers. Der hat es also vorhin schon mal nicht gesehen, weil der war jetzt an der Reihe. Den können wir also auch als verwarnt einstufen. Chaka und noch irgendeiner, von dem ich nicht weiß, wer es war, weil heute komischerweise zeigt es die Anzeigetafel nicht. Aber wir haben Freistoß. Rechte Seite vom Strafraum, naja, noch so 10, 12 Meter weg. Schöne Flankenposition für Benny Pintol da. Wir sind schon 15 Meter im Feld, muss man sagen. Also man kann fast die Strafraumlinie verlängern. Da hat er den Ball dann im Strafraum am langen Eck hinten. Da versammelt sich alles um den Elfmeterpunkt herum, ein bisschen dahinter die Flanke, die kommt rein, die kommt gut, aber die wird verlängert. Noch einmal per Hacke, Blacky mit links, geblockt, immer noch im Strafraum der Ball, der ist noch heiß. Jasula ist da auf der linken Seite, bringt den Ball seitfalls hier, Außennetz, Abschlag gibt's. Ei. Schade, das wäre natürlich jetzt das Ding gewesen, ganz klar. Also immer noch läuft auf dem 1:0 hinterher, aber er ist hellwach und da ist noch alles drin. Und es macht bimmelim, das ist die Glocke, die Schlussviertelstunde ist hier eingeläutet. 75 Minuten, 30 Sekunden gespielt und Sommer schlägt den Ball nach vorne rechts und da ist jetzt Kruse, viele, viele Ballkontakte. Jetzt winkt er auch, da habe ich auch nicht unbedingt ein Abseits gesehen. Jetzt winkt er mal umgekehrt, da hätte ich gesagt, nee, der war auch nicht Abseits, dann winkt er auch. Also irgendwie, entweder sieht er schräg oder ich sehe schräg, ich weiß es nicht, ist auch egal, wir haben den Ball, jetzt ist es gut und Endres, er hat ihn. Die Hulla auf der halblinken Seite ist das weit, weit nach vorne geschlagen. Nach links hoch geht da der Capo gegen den Stranzl. Aber der Stranzl ist halt auch ein Riesenbrett. Aber Capo hat den Ball zurückgeholt. Benny Pintol schön auf links raus. Capo kann in den Strafraum gehen. Kommt die Flanke rein. Ei, da wollte der Fabi reinspritzen. Aber da ist er da. Der Stranzl. Aber noch immer läuft. Im Ballbesitz mit Blacky. Der muss erst nochmal zurücklegen. Auf den eingewechselten Sascha Korb. Kam ja aus der eigenen Jugend, hat hier alles durchlaufen beim OFC. Und jetzt läuft erstmal das Bällchen hier in den Gladbacher rein. Aber das wird nie und nimmer was. Da ist Eckes am Spielgerät. Ja, also wenn den Kruse erlaufen soll, dann muss er die 100 Meter in 3 Sekunden laufen. Dann hätte er vielleicht also meine Chance. Meine Zeit war das. War im Grunde, du hättest ihn erlaufen können, aber der Kruse hat halt nicht deine Frisur. Sonst hätte ich ja sagen können, man kann euch verwechseln. Bin schnittig. Ja, ist so. Meier hat den Ball in eigener Hälfte nach vorne, nach links, halb links reingechippt. Pintol ging da ins Kopfballduell, aber Schakka erst einmal da. Der Ball rutscht Jasula unterm Fuß durch und Gladbach kommt. Bocchi passt auf. Bocchi in der eigenen Hälfte treibt den Ball auf rechts raus. Auf Mangafic gespielt, der jetzt rechts vorne spielt, wird von Vetter überholt. Manga zieht in die Mitte, muss noch einmal drehen. 1, 2, 3, wo spielt dann hin? In die Mitte zu Meier, fast auf den Mittelkreis. Spiel dann raus auf Blacky. Nein, Sascha Korb ist das. Entschuldigung, Sascha Korb auf Zabek. Zabek geht jetzt ein bisschen mehr in die Mitte. Will Doppelpass spielen mit Fabi, aber ei, die Gladbacher passen auf und jetzt können sie wieder kontern. Das geht ganz, ganz schnell. Und da ist er. Johnson, der amerikanische Nationalspieler, wird über den Haufen gerannt vom Sascha. Der sagt, nee, da fällt wie eine Feder. Und er hat recht, der Sascha. Da war ein kleiner Kontakt. Und für einen Nationalspieler, naja, gut. Sie können halt gut fallen.
Ja, also das wäre natürlich saudumm, wenn es ausgerechnet durch diesen komischen, seltsamen Elfmeter hier 1-0 ausginge. Aber noch ist ja nicht alle Tage Abend. Und der OFC, der spielt hier mit großer Moral und auch hier mit Kampf und technischem Verständnis. Jetzt Fabi Becker. Gute Situation jetzt. Mangafitsch. Ja, da verliert er die Kugel. Ja, da passt er auf, der Kramer, und spielt den Ball hier raus auf Hermann. Ja, dreckig, fast schwarz die Trikots, also die mussten sich doch ein bisschen mehr reinkämpfen, was auch tun in der zweiten Halbzeit. Er ist zu weit, den kriegt der Eckes. Ich glaube, wir spielen stärker als Paderborn. Absolut, nein, das ist ein richtig nach wie vor ausgeglichenes Spiel hier. Und Gladbach arbeitet aber richtig in der zweiten Halbzeit, also dieses etwas pomadige Spiel. Gladbach ist das ein absolut anspruchsvolles Bundesligaspiel. Ist so, dass die müssen richtig reinhauen hier, um uns einigermaßen in die Schranken zu weisen. Das ist so, Kapo. Und es ist noch lange nicht rum, 78,5 Minuten gespielt, das sind 11,5 Minuten plus X, was hier draufgegeben wird. Ich hoffe, dass der Herr Dingert, dass der Spaß am Spiel hat und schon mal so 10 Minuten Nachspielzeit drauf gibt, damit dann der Fabi in der 7. der Nachspielzeit noch das Tor machen kann. So, Mangafic überrascht, schießt sich selber an, ärgert sich. Egal, es gibt Einwurf für Gladbach. Weiter geht's, Mund abputzen einfach da, gucken, wie der Wendt gleich den Ball einwerfen wird. Da wird es natürlich Zeit, ist klar, der sieht auch auf die Uhr da oben, dass die 80. Minute naht. Ja, das ist hier langsam auf die Endphase zugeht und sie spielen hinten rum mit Stranzl, dem alten Zack da hinten, dem österreichischen Nationalspieler in der Abwehr. Kruse und Korb, passt auf, hat den Ball geholt und auf Fabi Becker gespielt auf der linken Seite im Doppelpass mit Korb. Kommen sie, gucken sie, Sascha muss gucken, wo spiele ich hin? Ganz nach hinten, erst einmal auf Mocky, müssen rausgenommen, weil die Gladbacher, sie stehen wirklich um ihren Strafraum herum, als wollten sie es hier ermauern. Schöner Pass und Capo kann den Ball sofort annehmen, bringt die Flanke in die Mitte. Eieiei, der kommt ganz, ganz komisch aufs Tornetz. Eckball. Eckball, Eckball, Eckball für den OFC. Und jetzt stehen sie wieder alle auf hier, auf Biebershöhen. Und jetzt wird er von der rechten Seite reinfliegen auf unser, ja, zweite Halbzeit-Wunschtor, nämlich das Biberer-Tor. Also Benjamin Pintol, der schaut jetzt konzentriert, hebt die Hand. Da kommt die Flanke rein, hinten, weit. Oh, erst einmal aus Fallschritt, da geht er vorbei am Ball. Jetzt vielleicht noch einmal, das ist Blecki. Kann er den Ball kontrollieren? Nein. Aber da kommt er, Sascha Korb. Also der hat ja noch Power, der hat ja noch Luft. Aber auch das war erstmal nicht wunderbar. Oh, jetzt kommt der Situation, aufpassen, über rechts kommen sie. Da ist der Hermann in der Mitte. Ist der Hazard frei? Zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Kriegt er nicht aus. Abschlag. Weiter geht's. 80 Minuten rum. Die 81. hat angefangen. 0-1 steht hier. Kruse. Handelfmeter 52. Aber das Spiel ist nach wie vor hier. Legen wir fest. Augenhöhe. Ein riesen monsterlegendärer Kick, den unsere Jungs da unten hinlegen. Von der 1 bis zur 13, muss man ja schon sagen. Nee, einmal, zweimal haben wir gewechselt. Klar, Sascha und der Fabi kamen rein. Also die 13 Jungs, die bisher sich da reinhängen und Jasula verlängert. Ah, Benny Pintol hackt sich da quasi selbst den Ball an den Rücken. Einwurf für Gladbach, Wendt. Also auch Sydney in Australien ist dabei, das schreibt die Sigrid Isa. Und sie grüßt die Claudia und Herbert. Und ja, der OFC, der soll noch gewinnen. Ja, das soll er, das wäre schön. Vetter hat den Ball erst einmal geholt. Im Doppelpass er mit. Pintol schön gemacht. Mangafitsch rechts außen, kommt da dran. Flanke geht rein, kommt der Kaporan. Nein, rausgeschlagen da von Janschke der Ball. Erst einmal, jetzt kloppen sie die Hulla auch nur weg. Das Beste. Da stehen jetzt die Finden drin und Offenbacher versuchen es jetzt mit aller Gewalt, ganz klar. Über die linke Seite, jetzt da. Ah, will er vorbei am ersten in den Strafraum rein, aber dann stehen sie natürlich da hinten. Die stehen da alle massiert drin, die haben ja auch keine schlechte Abwehr. Das muss man ja mal auch so sagen, sonst bist du nicht Dritter der Bundesliga. Und jetzt weiter Schlag auf die rechte Seite. Kruse müsste das sein, oder ist es Hermann? Au, oh, ganz frei ist er, Johnson, aber Fuß dazwischen von Mocky. Komm, Vetter, kämpft sich rein gegen Johnson, den packt er durch auf Schaka. Schaka im Strafraum von der linken Seite, weide Flanke, Blecki da gegen Hermann müsste sein. Hermann müsste sein, auf Kruse zurückgespielt, erst 20 Meter halblinks. Vor dem Tor auf Johnson in die Mitte, steigt auf den Ball. Jetzt kommt der Heber. Endres lenkt ihn über die Latte. Glanzparade, Daniel Endres hält uns hier im Spiel. Weil wenn das 2-0 wäre, dann würde ich sagen, ist das Ding durch. Aber so hält uns der Eckes im Spiel. Es gibt erst einmal Eckball für Gladbach Hasabe. Den auch dafür der OFC immer noch mit 9-7 nach Ecken. Und das zeigt, was die Buben heute für eine Leistung hier vollbracht haben. Egal, wie es dann ausgeht. Jetzt aber Gladbach mit dem Eckstoß. Da kommt er reingeflogen. Aber Mocky. Schon mockt. Ja, Mocky, der dort hochsteigt, der Herr der Lüfte, hat die Situation erst einmal bereinigt. Der OFC, oh, da kam Kapek nicht richtig dran. Und jetzt wird es wieder gefährlich. Aber nein, oder? Nein. Oh, das war's.
Hermann war's. Aus Spitzenwinkel, Alleingang. Ja, da dachte ich noch, da kommt er nie und nimmer durch. Und das ist dann natürlich schon auch klasse. Eieiei, das war's, Freunde. Also wer in der 83. Minute 2-0 führt, Dritter der Bundesliga ist, beim Spitzenreiter der Regionalliga Südwest, der wird hier hochwahrscheinlich nicht mehr verlieren. Also, Rico gibt alles, er bringt Steven von der Burg, nimmt Blackie Schwarz raus. Er sagt sich jetzt auch, hopp oder top. Ich denke, er sagt sich auch der Steven hat es verdient, gegen einen Bundesligisten mal mitzuspielen, mitzutun. Also Steven von der Burg hat jetzt noch 7 Minuten Zeit. Fast ein bisschen zu früh, die Einwechslung. Ja, hätte er noch eine Minute gewartet. Dafür muss er ja zwei machen. Zwei Hütten machen, so sieht's aus. Also es war ein ganz, ganz starkes Tor von Hermann, der da über die rechte Seite. Kommen Sie durch, der Hermann geht durch. Er ist ja feilschnell und aus spitzem Winkel hämmert er das Ding hinten in den langen Winkel rein. Tolles Tor, muss man sagen. Da hat sich die Klasse durchgesetzt. 2-0 für Gladbach. Ändert nichts an der tollen Leistung unserer Jungs. Und sie versuchen es weiter mit Pintol. Vetter, wir sind in der Gladbach-Hälfte. Da wollte er erst einmal den Steven ins Spiel bringen. Aber die Gladbacher passen auf. Kommen jetzt über Kruse und Hazard. Über die linke Seite geht der Strafraum. Kruse, jetzt nur aufpassen, dass es nicht ganz doof wird. Johnson, Kruse, nein, jetzt immer noch Kruse. Eckes passt auf. Euer Wocki hat den Ball abgelaufen. Nur die Hoffmacher müssen natürlich jetzt alles aufmachen. Und das gibt natürlich viel, viel Raum. Nicht nur dort vorne im Strafraum, auch schon im Mittelfeld. Aber gut, ja. Aber weißt du, womit ich umgehen kann? Eckeball, ja, ein Fehlpass da hinten, Eckball. Wir kommen jetzt mehr noch Zeit, 6 Minuten noch zu spielen und Steven von der Burg, der ist ja mit von der Partie. Jetzt wird Benny Pintol das Ding reinschlagen und dann schlägt er zu, der Steven. Ja, dann schädelt ihn mal der Steven vielleicht ein und dann wollen wir mal sehen, was hier noch in 5 Minuten los ist, die hier zu spielen sind. Dann, wenn es soweit ist, 10-7, aber 0-2 der Spielstand, aber egal. Wir also Pintol lebt die Hand, jetzt kommt die Flanke rein, Kopfball, Mocki und Eckball schon wieder für den OFC. Das Ganze aufs Fieberer Tor, also nächster Eckball. Und achten wir jetzt mal ganz genau auf den Mann mit der Nummer 22 da hinten, da stiehlt er sich in den Strafraum. Steven, der Killer. Der Killer und der Benny, der Pintol, der Fußballgott mit rechts, Eckball, der kommt gut. Und da ist der Torwart mit einer Faust, aber kriegen wir da noch Capo, will einen Fallrück hier. Mangafitsch und da taucht er ab, der Sommer, und kann den 16-Meter-Schuss von Dennis Mangafitsch sichern und wirft dann ab hier raus. Wieder auf Kruse, extrem viel unterwegs, aber Aufbaufehler. Nein, das liefen, wurde dann doch nicht gefoult, wollte dann noch dazwischen gehen und Gladbach kommt. Mit Johnson über die linke Seite, will er den Kruse anspielen, der war beim Abseits. Und der Steven, der kämpft hinten, holt einen Einwurf raus. Komm weiter, gräm dich nicht, Junge, du spielst hier gegen einen Champions-League-Teilnehmer des nächsten Jahres. Und wir liefern hier einen riesen Fight ab. Wenn wir nur halbwegs so in der Liga spielen, wer soll uns da stoppen, frage ich. Also Gladbach, jetzt versuchen sie natürlich, das Ding irgendwie zu verwalten. Aber sie sind natürlich jetzt im Lauf und moralisch natürlich total im Aufwind. Nachdem sie sich so schwer getan haben und ausgerechnet ein mysteriöser Handelfmeter musste den Bann brechen. Und dummer konnte es für den OFC gar nicht laufen. Nein, also wie gesagt, das Handspiel unstrittig, aber wie es passiert ist, das wissen wir halt nicht so genau. Warum der Mühe das gemacht hat, jetzt kommen sie in den Strafraum, raus der Ball erst einmal. Und da hat Steven von der Burg den Ball. Kann ihn erst einmal sichern, rausspielen auf Mangafitsch, noch in der eigenen Hälfte. Schnelle, große Schritte von Mangafitsch, ist er über die Mittellinie gegangen, wird von Vetter überholt. Auf der rechten Seite versuchen das irgendwie zu machen, weil er durchstecken da zwischen Wendt und Kramer. Aber der Weltmeister, der hat aufgepasst. Da gibt es einen Freistoß, Fabi hat ihn gefoult. Und es gibt Freistoß für Gladbach. Ja. Es ist auch, was du gesehen, der Hermann, wie erleichtert er da hinten gejubelt hat, dass er das Ding gemacht hat. Ich glaube, jetzt kommt noch Nordfight da unten. Ja, Schaka geht runter, Nordfight wird kommen. Ein Nationalspieler geht, der aus der Schweiz. Also Lutz, so ganz hoch werden wir nicht mehr gewinnen. Nein. Pass auf mit dem Kabel. Da hängt noch ein Kabel dran, oder? Oje, oje. Ja, wir haben ein paar Kabelproblemchen, während hier der Wechsel immer noch vonstatten geht. Ja, sing drüben, scheißegal, welche Liga, immer wieder OFC. Ja, und 0-2 hat auch Paderborn gegen Gladbach verloren, muss man mal sagen. Andere haben schon höher gegen Gladbach verloren. 87 Minuten gespielt. Klar, unser Pokalweg ist jetzt, ja, das hätte man auch, der nimmt den Ball da mit, der Kamerad, der Eingewechselte, der Nordfight. Aber gut, Wendt, sie spielen zurück. Sie sind weg von unserem Tor. Die vier Brauers. Steckt das Johnson nicht rein, das Mikro? Im Mittelkreis fehlt Pass im Aufbau. Kapik hat ihn noch einmal, kann er aber nicht auf Fabi durchstecken. Da war nur der Stranzel, der jetzt auf
Kramer spielt. Ja, hier ist jetzt runterspielen mit Torschussversuch angesagt. Jetzt kommen sie wieder mit Hermann über die rechte Seite. Gefährlich, Tor. Nein, Pfosten haben wir Glück gehabt. Pfostenschuss. Das ist jetzt ganz egal. Lass die ruhig dann vorne rumturnen. Nee, Hazard war es. Pfostenschuss. Also, wir machen alles auf. Ja. Und vielleicht. Und da will ich sehen, was dann passiert. Wenn wir jetzt gerade noch eins machen in diesem Spielzug, aber es sieht natürlich nicht wirklich gut aus, dass eine so klasse Mannschaft wie Gladbach sich hier die Butter vom Brot nehmen lässt. Nein. Das fällt selbst uns beiden schwer zu glauben. Es ist so ähnlich wie gestern in Dresden, nur dass wir besser gespielt haben als Dresden, finde ich. Ja. Du verlierst durch ein ganz dappisches Tor, also du kommst 1-0 zurück durch ein dappisches Tor und dann ist es halt so. Und irgendwann machen die es zweit und dann war es das. Aber erstmal Capo, die Maschine kriegt den Freistoß. Kriegt da drüben den Freistoß. Oder war der? Nee, der war aus. Es gibt einen Einwurf für Gladbach. Ich dachte, der wäre einmal kurz gefoult worden. Na gut, aber wir können konstatieren, 88,5 Minuten gespielt, 2-0 für Gladbach. Aber unsere Jungs brauchen sich hier nicht grämen und nicht schämen. Sie haben hier ein riesen legendäres Spiel hingelegt. Regionalliga Südwest gegen den Tabellendritten der Bundesliga. Und wir haben hier auf Augenhöhe gespielt. So kann Gladbach auch ein Bundesliga-Auswärtsspiel mal 2-0 gewinnen, ja. Sensationell, Jungs. Ich bin zum Platzen stolz auf uns. Also eine Minute offiziell hier noch zu absolvieren. Die Gladbacher führen 2-0. Das sollte für sie reichen, aber es war ein Riesenfight. Und unsere Buben, das sollte ihnen Mut machen. Das heißt doch nur, ja, wenn man das mal so richtig sieht, wir können mit jedem mithalten. Absolut, können wir. Das Eckballverhältnis 11-7 für den OFC. Ja, wir haben 11 Eckbälle rausgeholt. Also man muss uns auch nicht vorwerfen, dass wir irgendwie zu zaghaft gewesen wären oder irgendwas. Gar nichts. Nichts. Wir haben einen komischen Elfmeter bekommen. Keine Ahnung, wie er passiert ist. Wir haben ihn halt bekommen. Damit müssen wir leben. Ein dummes Ding passiert. Mund abputzen, am Sonntag Freiburg schlagen und alles ist wieder gut. Gotta wird gleich noch kommen bei Gladbach, wenn vorher nicht abgepfiffen wird. Kramer spielt erst einmal zu Jan Sommer da hinten, dass der mal Ballkontakte hat, der Torwart. Eins, zweimal durfte eingreifen, ansonsten kam direkt auf sein Tor nix. Das muss man allerdings auch sagen, war dann immer vorbei, wenn wir da im Strafraum waren. Aber der Eckes, der musste auch nur einmal richtig eingreifen. Das war auch kein Abseits. Glaube ich auch nicht. Kein Abseits, da stand nämlich Mocky da hinten noch. Ja, also irgendwie, er winkt komisch. Ja. Leider für uns in der ersten Halbzeit einmal auch krass falsch gewunken, wie ich meine. Als Röse alleine durch war. Ja. 26, Torgan Hazard. 9 im Spiel, die Nummer 31, Branimir Rigotta. Ja, also Hazard geht raus, Rigotta kommt. Der nächste Nationalspieler brauche ich nicht weiter erwähnen. Ja, die offizielle Spielzeit ist durch. 30 Sekunden sind wir schon drüber. 2 Minuten Nachspielzeit. Und 2 Minuten zeigt an. Ja. Also noch 1,5 dann sozusagen. Oh, etwa um den Dreh. Zu spielen. Ja, und jetzt brauchen wir schon ziemlich schnell ein Tor. Sehr schnell eins. Und dann müsste Gladbach seinen Anschluss auch ins eigene Tor schießen. Das wäre dann gut. Aber es gibt erst einmal Abschlag. Also ich denke, der Kantersieg wird es heute nicht mehr. Auch das Elfmeterschießen ist in weiter Ferne. Ja. Aber was soll's? Was wir mitnehmen, ist ein volles Haus, geile Stimmung, ein richtig geiles Spiel, eine Live-Übertragung im Fernsehen. Richtig gute Werbung für den OFC, für die Jungs. Ja, ich hoffe nur, dass auch einige, die sich jetzt hier von dieser tollen Werbung haben anstecken lassen, am Sonntag erscheinen gegen ganz Freiburg. Genau, denn das ist wichtiger als dieses Spiel. Aufpass, der Sommer schießt uns hier ab. Wir haben doch nie was Böses über dich gesagt, lieber Jan Sommer. Warum schießt du uns dann hier ab? Vetter beim Einwurf. In der Gladbacher Hälfte. Ja, Sieben von der Burg kann noch mal hochgehen zum... Was gibt's denn da? Jetzt pfeift er ein Handspiel. Also, Ball fällt auf die Schulter. In der Nachspielzeit sind wir jetzt schon 1,5 Minuten drüber. Ja, das heißt, hier in 20 Sekunden müsste auch diese komplett durch sein. Wir hier wird nichts mehr passieren. Wir gratulieren, ganz klar. Glückwunsch an Gladbach. Sollen sie auch meinetwegen Pokalsieger werden? Sollen sie ruhig werden. Der Weg geht nur über Kickers Offenbach. Ja, ist so. Und wir werden dann ziemlich abrupt hier Schluss machen, weil wir noch einiges an Interviews einzufangen haben und ein bisschen hier zu tun haben. Aber die Offenbacher Fangemeinde ist geil. Gut drauf. Ist geil, ja. Die Fans sind richtig gut drauf. Es war ein runder Abend, wenn man mal das Ergebnis ausklammert. Aber klar haben wir davon geträumt, ein bisschen rumgesponnen haben wir auch. Aber wenn man ernsthaft natürlich drüber nachdenkt, ist das Ergebnis mehr als normal. Also, ist halt nur dumm, wenn wir auf der anderen Seite sowas später bekommen. Ja. Aber gut, genau. Jetzt sagen wir Tschüss am Mikrofon, Fabian Lars Gisbach. Und Lutz Kammermeier, grämt euch nicht, seid stolz.